Sind wir auf Sendung? Yes? Wir sind auf Sendung. Und wenn die Bullen kommen, dann sollen sie kommen, yeah! Willkommen zum Oddcast mit den Homie Flair! Yeah, baby, Flair im Oddcast! Bin da schon bei der Seite, es geht los, baby! Wir sind nicht wach, chill, wir sind nicht wach. Ey, ist nicht unsere Zeit. 6 Stunden Stunde. Ich wäre mal gern morgens so wach, so müde, so wäre ich gern abends. Ja? Ja, ich feiere auch wieder meinen 1000. Geburtstag, ja? Ich habe gestern mal wieder, vorgestern, was Dramatisches überlebt. Was denn? Jeder kennt den legendären verschluckten Joint. Ja, das war schlimm. Vorgestern Abu Langwitz, noch ein Homie und meine Frau bei mir zu Hause. Ich trinke einen leckeren Eistee. Auf einmal kitzelt es. Ich hatte es, ich schwöre bei Gott, wieder am Gaumen. Ich überlege schon, wo ich ausrotze, die Ansage. Ich wollte sagen, jeder jetzt außer meine gottverdammte Freundin kriegt eins auf die Schnauze, weil es die einzige, die nicht raucht. Weil ich dachte, es war ein Filter. Ja, aber hör zu, dann rotze ich hoch, sprang eine Wespe raus. Oh, an diesem Tisch wird nicht gelogen, das möchte ich nochmal sagen. Ja, der Teufel will mich nicht, Flizzy, der Teufel will mich nicht. Erst meine Ex-Freundin, der ganze Beef, die Drogen, die Wespen, der Joint, der Teufel will mich nicht. Und nichts passiert. Ja. Gott sei Dank. Manche Leute munkeln, Bär hat ein paar Wespen engagiert, um seinen Partner auszulöschen, die er nicht mehr aushalten kann. Wegen den ganzen Witzen, die er kennt. Bei uns, wo wir mal, beim Italiener, wo wir mal Mittag essen, auch übertrieben Wespenalarm. Das macht keinen Spaß. Da müssen wir mal Kaffee, dann brenne mal ein bisschen Kaffeepulver an. Letztens war CSD, da war Lespenalarm. Okay. Wir fick uns nicht, Digga. Wir haben schon genug Skandale, mach uns nicht. Jetzt haben wir auch noch LGBT am Arsch, ne? Dankeschön, Bruder, danke. Ey, Flair ist in das Haus, Digga. Yo, erstmal Applaus für Flair. Ja, Dankeschön. So. Will einer noch Kaffee holen? Keiner Kaffee holen, Alter? Ich werde nicht. Hey, daneben hier ein paar Türen weiter ist ein Homie aus Bela Schutt. Ja. Der bringt guten Kaffee. Ja, mir egal, irgendwo. Und da vorne sind meine Jungs, die haben kolumbianischen. Ja, mein neues Studio, wir sind hier. Auf jeden Fall Zentrale, Kreuzberg. Ist wieder great, habe ich gehört. Ist es great? Mega great. Es ist great, 100%. Great. Niemals fake, immer great, baby. Ja, willkommen. Ist wie bei Downstairs früher. Ja, ist geil, Downstairs. Ja? Ist geil, Mann. Ist auch schön kühl, kellermäßig. Ja. Ist geil, wenn du Treppe runtergehst, dann weißt du gleich, geht los, Ghetto. Downstairs, fair, ja, war das alte Zuhause. Ja. Ich glaube, ich war am ABC zu der Zeit zu Hause in dem legendären Sportstudio. Das war mein Ort, mein Clubhaus. Langwitz, ne? Langwitz. Ja, ja. Immer waren wir da. Ja. Und immer, wenn ich dich getroffen habe, in der Blücher oder bei Downstairs. Ja. Ich war immer S1, Friedenau nach Yorkstraße und dann da gechillt. Damals hatte Halli, glaube ich, noch, als es noch Ghetto Stars hieß, waren immer York und so, glaube ich, davor mit Baseballkeulen, dass die kleinen Deutschen nicht abgezogen werden. Ghetto Stars, da war ich zu jung, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wo das noch Ghetto Stars ist, Digga, es war die Hölle, es war mein Schulweg, Flizzy. Ich war nie hart im Ring, aber auf dem Schulweg wurde ich hart. Alter, Palast, 7. Klasse, blonde Haare. Anstrengend, wa? Anstrengend. Erzähl es mal heute den Leuten. Ja, manchmal alle ganz viel in die Mülltonne geschmissen. War auch eine Ganztagsschule. Und die Bänger sind in die Schulen eingeritten. Kennt ihr die Storys? Aber die wurden immer in die Mülltonne alle geschmissen, die sich nicht abziehen lassen haben. Hm. Ich habe mich nie abziehen lassen. Du weißt, wo ich war, Baby. Flair, Digga, was ist los bei dir? Müde. Du bist ja schon wieder... Ich bin auch müde. Aber ich bin so müde, dass ich mir ein Espresso gepfiffen habe, damit ich dieses Gespräch hier überleben kann. Wir haben schon zwei doppelte Espresso. Und ich trinke aber nie Kaffee. Echt? Ich schwöre, nie. Ich bin richtig, wenn ich ein Junkie bin, ein Kaffee-Junkie. Das ist für mich Teufelsdünnschiss, Digga. Das stinkt und ist ekelerregend. Ich hab's schon immer gehasst in meinem Leben. Ich kann nachts um 1 Uhr Kaffee trinken, schlafe ich eigentlich schon durch. Aber ich bin jetzt wie auf Tasch gerade, richtig aufgedreht, Digga. Ich schwöre dir, lass vor die Tür gehen, ein bisschen Sparring machen. Komm, Boogie, yalla. Ich trinke nicht Kaffee, um wach zu werden. Ich werde wach, um Kaffee zu trinken. Richtig. Ehrlich. Guter Mann. Ja, Digga. Hey, weißt du was? Bring ein Buch raus nur mit Boogie-Zitaten. Ja. Aber nicht so Rap, sondern auch alle Sprüche, die du drauf hast. Eigentlich will ich ja mein Buch rausbringen, das heißt, ich will nicht petzen, aber melden muss ich es über die ganze Rap-Szene. Er muss dieses Best of Boogies, Boogie-Quotes. Wir haben sowas ähnliches vor, sagen wir mal so. Aber mehr verraten wir nicht. Okay. Ne? Also ich bin gerade im Schreibkurs mit ganz vielen Brüdern aus Aleppo und so und lerne Deutsch. Und dann kann ich mein eigenes Buch schreiben. Ja, du bist der Erste, der an diesem Ehrentisch zum dritten Mal sitzt. Erstmal Applaus.
Es gibt Leute, die waren schon zweimal da, aber keiner hat es dreimal geschafft. Und bei mir gab es auch eine Steigerung, ne, von den Klicks und von den, oder? Was hat die meisten Klicks? Das erste? Dein erstes. Okay. Dein erstes, aber das zweite hat er auch auf jeden Fall. Die Jungs wollen wieder rein, die bringen Kaffee. Kannst du ja kurz nur die Tür aufmachen. Kaffee-Boys. Genau. Die Kaffee-Boys. Das erste hatte auf jeden Fall die meisten Klicks, ja. Das zweite aber auch sehr stark, okay. Aber es ist kein Geheimnis, Bruder. Du bist Klickanführer. Ich kann quatschen. Ja, also wenn du auf jeden Fall vor der Kamera sitzt, dann ist der Kanal gerettet. Also sehr schön. Ne, Applaus dafür. Gerne. Da kann man so viele Strikes haben, wie man will. Einmal Flair engagieren, alles easy. Einmal Flair ausrasten lassen, dann. Obwohl bei euch war ja immer voll, bei euch war ja harmlos. Da war ja nicht wie das. Bei Nico Becksmann, da war der Gegenüber ja ein richtiger Patient, den musste man ja verarzten. Das musst du mir jetzt erzählen erstmal, was war da los? Mit Nico Becksmann damals, bei diesem Real Talk Interview? Das war ja, Ding, das ne? War, ja, das war ja dann einfach so, dass der grundlegende Sachen im Rap oder in dieser Beef-Geschichte zwischen mir und Kollege oder zwischen Farid damals so, der hat halt grundlegende Sachen so nicht verstanden. Der hätte auch einfach sagen können, mag sein, dass du das so siehst, aber jetzt komm weiter zum nächsten Thema und der hat sich halt in diesem Interview für die eingesetzt. Und dann war Nico. Ja, ja. Ah. Der wollte sozusagen das Marketing und hör dir zu, Bruder. Der Grund, warum die so sind in dieser Beef-Geschichte, warum die diese so eine Position haben und wir so eine. Er hat sich da voll für die eingesetzt und dann war natürlich klar, dass wir sozusagen ihn. Er war nicht objektiv. Ja, ich wollte denen die Berechtigung komplett absprechen, was ja auch klar war, weil wir zu der Zeit Todfeinde waren. Mit wem war der Beef damals? Kollege und Farid. Aha. Auf der, ja. Jetzt seid ihr ja cool miteinander. Mit Farid bin ich sehr gut befreundet und mit Kollege einfach nur so kollegial. Den habe ich einmal live gesehen beim Videodreh. Ah, okay. Oh, aber nicht jetzt irgendwie, kein Kontakt. Kannst du mir was erklären, Flair? Ja. Neuer Track mit Farid und Basultan Hengst. Ja. Und noch ein Bruder, sehr stabiler Track, den Basketball-Track, müsstet ihr auf dem Schirm haben. Ja. Da du das Klickwunder bist und eigentlich die Jungs auch stabil immer viral gehen, warum hat das so wenig Klicks? Wurde er erst gesperrt, wenn ich fragen darf? Weil er hat auffallend wenig Klicks. Ja, ja, der war ohne Ankündigung. Ah. Gerade sowieso jetzt zu Corona, habe ich sowieso nicht im Überblick, wer was an Klickzahlen hat. So. Und ich finde das Video auch nicht jetzt, ich muss jetzt leider sagen, ich finde das Video auch nicht gut. Ich finde so. Es gab ja diesen Song, dieses Boom, 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 let me say, also es gibt ja das Sample, der wurde ja gesampled. Die Idee zu dem Song hatte ich schon vor anderthalb Jahren, hab das mal Farid rübergeschickt. Ich meinte, ey, wenn du so was 90s-mäßig samplen willst oder wenn du so einen Sommerhit brauchst, nimm das. Dann lag das ewig rum. Dann kam er irgendwann, hat den Song mal mit seinem Künstler gemacht und mit Hengst und weil er mir halt zeigen wollte, ey, ich habe nicht vergessen, dass du mir dass du mir die Idee rübergeschickt hast. Du meinst, da komm auch noch mit drauf. Eigentlich war ich gar nicht geplant dafür. Und dann, dann ging es halt dann darum, dass sie ein Video machen wollten. Und dann habe ich auch schon gehört, okay, Basketball-Video hin und her. Und ja. Banger-Musik hat das geplant. Und dann habe ich aber auch gleich so gesagt, ey, Jungs, wenn du weißt ja, wie wir bei Videos sind. Spectre und wir kommen aus der Agro-Schule. Und dann habe ich gleich gedacht, ey, Bro, wenn du ein Basketball-Video drehen willst mit Rappern und dass dieser Ami-Vibe rüberkommt und das Team Düsseldorf und Team Berlin treffen sich, Mann, Bro, dann musst du das in einem großen Umfang machen. Das ist Big Budget, das kannst du nur geil drehen. Das brauchst dann halt die geilen Cheerleader-Viber, du brauchst das fette Publikum, du brauchst das geile Licht, du brauchst geile Trikots. Das ist Aufwand so. Und dann war sehr spontan und deswegen haben wir dann am Ende dann auch diese Story da, dieses Ankommen und dieses Reden, das haben wir spontan an dem Tag geplant, weil wir hatten nichts anderes, keine Gimmicks, weißt du? Wir hatten nicht die fetten Berlin-Trikots und die nicht die fetten Champion-Trikots und wir hatten da jetzt nicht 50 geile Cheerleader-Viber, wir hatten jetzt nicht ein mieses Publikum, die Halle war ganz schön und so. Und dann meinte ich, ey, Bro, das geht in die Hose und der Dreh war sehr spontan und wir haben das Beste draus gemacht, haben es dann rausgehauen, aber und für Farid ist es auch nur so ein Song nebenbei, das ist jetzt kein Song, der jetzt weiter das Album promotet, sondern das ist einfach nur eine Single. Für Hengst war es ganz gut. Hengst hat mal wieder, glaube ich, mal was Cooles gehabt in dieser Konstellation. Und ansonsten war das aber. Also, ich finde das Video nicht Bombe. Ich hätte es groß aufgezogen. Aber geht halt nicht immer. Ne? Man kann halt nicht immer irgendwie jetzt 120.000 für ein Video ausgeben. Aber das hätte der Song gebraucht. Also, ich glaube, wenn du so einen Sommerhit machen willst und du willst den Leuten das richtig verkaufen, dass es jetzt der gute Laune-Song ist, dann muss da in dem Video auch die gute Laune rüberkommen. Und das hat es, glaube ich, nicht gemacht. Du wolltest so Space Jam, war wie mit Message Man. Ja, so. Ich kenn dich doch. Muss halt da, dann die Rapper müssen reinlaufen und
muss halt aussehen wie in Amerika. Ne? Du hast gerade angesprochen, du hast wieder mit den Brain zu tun, mit Speck. Warte, bevor du dahin kommst. Hengst war letztens hier, der meinte, er hat mit dir immer in Lichterfelde Basketball gespielt, als ihr jung wart. Lippstädter Basketball. Also du hast auch viel gespielt, gerne. Ja, zu meiner Jugend oder auch Kindheit und Jugend gab es gar keinen Fußball. Es war für uns gar nicht interessant in der Lichterfelde, da in Thermosiedlung. Die ganze Siedlung wegen Assem Shahur-Familie, die haben diesen Basketballplatz da besetzt. Und es war so, bei uns gab es gar nicht Fußball. Es gab VfB Lichterfelde, klar, aber für mich gab es nur Basketball. Ja, aber Tusli war ja auch die größte. Richtig, Tusli Lichterfelde war so die größte Basketball-Ecke. Und es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun gehabt, dass die Amis bei uns sehr krass da stationiert waren und so. Und deswegen war. Ich wollte schon immer Jordan-Schuhe haben, ich wollte ein Chicago Bulls-Trikot, ich fand Allen Iverson cool, ich fand Penny Hardaway cool, ich habe mich nicht für irgendwie Fußball dann bei WM, dann hast du Lothar Matthäus und so, hast du dann immer gepeilt. Aber für uns da in der Gegend war das schon immer so, das Basketball und Amerika war Nummer eins und auch der ältere Bruder von Hengst, hier Aldo, der kam dann auch mit hat uns beigebracht, was coole Klamotten sind, Dickies. Mr. Long, ja. Der war also wirklich der Trendsetter, bevor wir irgendwie einen Bezug zu Mode oder Klamotten hatten und wussten, was cool ist. Fabio war der Erste mit seinem Bruder, der mir in meinem Leben die Richtung gezeigt hat. Pass auf, Hip-Hop. Meine erste Hip-Hop-CD hat mir auch, glaube ich, Fabio geschenkt. Was war das für eine? Welche? Boah, was war das? Oder nee, ich glaube, kennst du noch den Breaker Hong Yang? Klar, genau. Flying Steps. Der war mein Nachbar. Ich war Schädelstraße 102. Er war, glaube ich, 104 oder 106. Mhm. Und der hat mir Wu-Tang Mystery of Chess Boxing. Enter the Wu-Tang. Mhm. Mit dem. Und dann habe ich aber wir waren ja dann später, Jahre später, war ich mit Fabio sozusagen in der 7. Klasse in der Max-von-Lauer-Oberschule. Mhm. Und da haben wir dann einen Deutschkurs und haben wir sowas wie Mini-Playback-Show gemacht. Und da habe ich dann mit Fabio Wu-Tang Clan dieses Video nachgemacht mit den Strumpfhosen und mit den Messern. Mhm. Und alle anderen haben irgendwas anderes gemacht, Backstreet Boys nachgesungen und Choreografie und getanzt. Und wir kamen mit Messern und Strumpfhosen. Aber wir haben eine gute Note bekommen. Also die Lehrer damals waren cool, die haben uns... Du warst mit Fabio in der Klasse? Ja. Da warst du mit meinem kleinen Bruder in der Klasse. Julius. Was weiß ich nicht mehr. Ich war auf so vielen Schulen, ich war auf vier Oberschulen. Aber es gab dann halt die einzelnen Klassen, glaube ich. Und dann gab es diese Kurse, Jahrgänge. Irgendwie so. Und da hat man sich dann getroffen. Und da war er dann mit mir. Und so. War krass. Spielst du immer noch? Ab und zu mal? Boah, ja. Wir haben jetzt beim Dreh haben wir wieder ein bisschen gespielt und ab und zu nehmen wir den Ball und so, aber wenn ich jetzt ernsthaft irgendwo mitspielen müsste, ich glaube, ich würde richtig abkacken. Was also, machst du, ne? Jetzt gerade. Ja, man merkt dann erstmal, was man für ein Fettklops geworden ist, dieses Pumpen, das macht einen lahm und so. Das habe ich auch beim Boxen auch gemerkt, aber man bräuchte, also bei Bar, wenn du dich früher zum Beispiel Wannsee, wie hieß dieser Platz, der berühmte, Dreilindenschule. Dreilindenschule war früher ein ganz berühmter Basketballplatz, wo halt, das war natürlich der Basketballplatz von der Schule, von dem Schulhof, ne? Aber alle sind da halt hingefahren, haben da gespielt und auch diese hier Adimola Okolaja von North Carolina. Da waren richtig die College-Typen, die Anwärter auf College oder die Typen, die in die NBA wollten. Und wenn du da mitspielen durftest, dann hast du dir richtig was drauf eingebildet. Und das war so, da konntest du jedes Wochenende hin. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich jetzt am Wochenende spielen kann, wo jetzt ein Team ist, wo ich mitmachen kann. Ist tot jetzt. Ist tot, wa? Ja. Wir haben immer Langwitzer Grundschule gezockt. Auch Mr. Long ist da auch manchmal rumgekommen. Geil. Haben nur gefoult, immer mies auf Drogen. Die armen Sportler haben sich immer auf ein Match eingelassen. Wurden immer verprügelt. Lustige Zeit. Wir wollten auch so ein Promi-Basketballspiel eigentlich starten. Ich wollte gerade sagen. Haben wir schon von ein paar Rappern die Zusage auch gehabt. Ja, am Start. So muss man. Wir machen auf jeden Fall für Charity dann irgendwas, ne? Wir spenden alles an. Ja, irgendwann haben die Run, oder wie ist es, wo die Basketball-Sendung kam? Nachts. Ja, Run. Jump Run. Und das haben die irgendwann abgeschafft. Und dann war vorbei auch. Da ging es voll, da hat keiner mehr irgendwie. Aber der Hype ist ja sowieso runtergegangen, insgesamt hier in Deutschland. Jordan und so, ja, Jordan. 90er war was anderes. Jetzt heutzutage, unser Platz war ja Böcklerpark, Prinzenstraße. Da ist keiner mehr. Schade, ja. Nichts, null. Früher im Innenbereich vom Zaun haben alle immer gewartet, bis sie dran kommen. Man hat jetzt gemerkt, jetzt kam ja diese Doku raus, diese The Last Dance über Chicago Bulls, über Jordan. Dann hast du schon wieder ein bisschen gemerkt, ne? Die ganzen Leute von früher, wo wieder ein bisschen Jordan-Schuhe, die kaufen alle wieder Chicago Bulls-Trikots. Aber es ist schade, ne? Also, weil Fußball konnte ich nie was mit anfangen. Aber Fußball gibt's immer. Wird's auch immer geben. Aber Basketball ist schade, dass das weg ist. Ja, ja. Hat ja Farbe reingebracht. War eine schöne Zeit, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Bei uns dort im Jugendzentrum war immer die Hölle los. Bombe. Ja, und es war auch viel mehr, also ich find's auch viel geiler mit diesem ganzen, was so die Mode angeht. Man, die Schuhe, die trägst du gerne. Jordan, jeder kennt den Jordan-Schuh. Es gibt auch eine Doku auf Netflix über den Designer, der den Jordan-Schuh designt hat. Auch unfassbar, Dicker, wenn du dir das rein... Die ganze Geschichte, Jordan wollte erstmal gar nicht zu Nike. Dann hat seine Mutter gesagt, du hast einen Termin, du gehst da hin. Weil wenn du einen Termin machst, gehst du hin. Dann geht er zu Nike, die sagen ihm,
die geben dir erstmal so und so viel Geld. Keine Ahnung, wie sich das alles fügt. Ne? Hast du mit seinem Vater mitbekommen? Mit diesem Spielsucht und dann, dass er ermordet wurde. Mhm. Also, dass man sagt, dass er ermordet wurde. Die Mafia hat er auch schon angesprochen, ne, das Thema. Ja, ja. Soll angeblich schon bestätigt sein. Es gibt auch diesen Michael Francis, dieser Mafia-Typ. Der mal redet, ich weiß. Ja, ja, der hat so durch die Blumen hat er das bestätigt, dass die Mafia mit dem Mord seines Vaters zu tun hat. Fand ich auch komisch, auch dass dann John zurückgetreten ist und so. Es war auch, man hat ihm, also so wie sie es verkaufen, ist ja so, der hat keinen Bock gehabt, er wollte Baseball spielen. Aber eigentlich soll es eher so gewesen sein, dass die NBA zu ihm meinte, ey, jetzt gibt es bald Skandale um dich und deinen Vater, mach dich mal ein bisschen, geh mal ein bisschen weg, tauch mal ein bisschen unter und dann kannst du wiederkommen in 2 Jahren. Wer weiß. Interessant, ich bin mega enttäuscht, Baby. Warum? Du kennst doch noch meinen legendären Agro Berlin Crime Schuh, diesen rot-weiß-schwarzen Jordan, hier hatte ich 3 Paar. Es war ein Latex-Schuh, welche Nummer das ist, weiß ich nicht. Aber er hatte so ein Latex-Pergament, also konntest du ihn immer sauber wischen. Ich hole ihn ein paar raus vor einigen Monaten. Fällt auseinander. Ja, ja. Und da hat mir ein Schuhexperte gesagt, die Jordan, also die Nike-Schuhe generell, haben eine lebendige Gummisohle. Die ist die irgendwie, Alpen. Genau. Und nach einem Gang zersetzt sie dich und die Leute, zersetzt sie den Schuh. Und die Leute in meinen Kreisen, die Schuhe sammeln, packen die jetzt immer in so Vakuumboxen von chinesischen Essen oder so. Gerade wenn du die alten hast, diese guten Modelle eigentlich. Der, den er meint, das war der legendärste. Also, den wollten alle haben. Oh, das war so geil, Baby. Jordan 9er, glaube ich. Du weißt, welchen die mit dem schwarzen Lack an der Seite. Die das ist der 11er. 11 ist das. 9 oder 11, eins von beiden. Oh, ich bin nicht so gut mit diese Barfuß oder Lackschuh. Ja. Dicke, der 11er? Und aus welchem Jahr hast du den? Ich habe den 2009er. Ich war Neue Deutsche Welle Zeit vielleicht. 2004. Ja. Aber der ist aus den 90s. Das Modell ist es? Nee, das Modell ist das Comeback-Modell 2001. Wann ist Jordan zurückgekommen? Mit der 45, da hat er den 11er getragen, also wo er zurückgekommen ist. Also 90s nicht ganz, glaube ich. Dann meine ich den nicht. Du meinst den mit Lack? Es gibt mir einen mit Lack. Der ist 100 Pro aus den 90s. Ich zeige ihn nochmal. 100 Pro. Den hatten alle coolen Kids damals. Der war auch teuer. Kann auch sein. Also wo, der war 90s, 100 Pro. 6er? Beko sagt 6er. Ja, egal. Auf jeden Fall Lackschuh Jordan, das war das Ding. Also von 1 bis 13 sind alle geil. Also es gibt mal sagt einer 7er, einer 6er, 4er ist jetzt wieder, 4er ist wieder groß. Ilja sagt, Vierer ist wieder Nummer gut. Ist, ich trage die, weil ich weiß, die Nummer. Bro, das ist kein Jordan, das darfst du gar nicht zeigen. Das ist kein Jordan. Das ist so ein Flight. Da steht Jordan drauf, Bro. Ja, das die haben mich gefickt, das war Nike, Bruder, die haben mich verarscht. Digga, das ist dann, wenn du merkst, die wollen die Kuh melken. Also meinst, wenn du Mike Tyson willst, du kriegst Will Smith bei Tattoo, ja? Oh nein, nein, richtig, Jordan ist von 1 bis 13. Danach auch, danach ist alles Müll. Also sind das keine Jordans? Da steht Jordan drauf. Ja. Okay. Es gibt aber auch einen eigenen, ne? Jumpman war das. Seine eigene Firma. Da hat er sich eine Zeit lang von Nike, glaube ich, so ein bisschen abgegrenzt, ne? Nein, das Jumpman sagt man dann halt, okay, sozusagen, Jordan ist ja von Nike. Und irgendwann war Jordan, hat sich so etabliert, dass die Leute halt dann gesagt haben, okay, ich will einen Jordan oder mir ist der Jumpman wichtiger als das Nike-Logo. Mhm. Dadurch hat sich das entwickelt. Aber ich glaube, bis jetzt ist Jordan als eigene Marke irgendwo jemals alleine irgendwo gewesen? Also ich glaube, immer in Kombination mit Nike. Ja. Also ich kann mich erinnern, ich war in Kanada 1995 und habe mir da den ersten Jumpman-Schuh gekauft, original. Kann ich mich noch genau erinnern. Und der hatte kein Nike-Zeichen drauf und so. Und die meinten auch, das ist nicht dieser Jordan-Schuh, den du kennst, ist kein Nike, sondern das ist jetzt seine eigene Reihe. Aber ich weiß nicht, was damit passiert ist. Ja, kann sein, dass es... Aber wie gesagt, also wenn du so Jordan-Fan und sammelst und machst und tust, Dicker, von 1 bis 13, dann gibt es jetzt auch irgendwelche Schwanzmodelle mit der neue Farbe und Lack und Bro, immer, also wenn du mich fragst, ich bin Dings, Alter. Abo-Mode. Nein, nee. Abo-Mode. Apropos Fragen-Flair. Abo-Mode. Es kam 1000... Warte, kannst du eins sagen? Nein, es geht darum, wenn du bist ein mieser Sammler und du hast dann auch noch die anderen Psychomodelle. Eminem bringt einen raus und Travis Scott auch krass. Oder Off-White ist alles schön. Aber Bro, das ist so wie, fang erstmal mit den Basics, hab erstmal die Retro-Modelle, die Original-Dinger. Und dann kannst du auch mir was erzählen von, guck mal, es gibt einen mit dem. Aber meiner Meinung nach, die Originalmodelle, die Originalfarm 1 bis 13, alles andere ist mir zu viel Schnickschnack. Zum Thema Schuhe, du bist ja der Fragen-King. Glaube ich, mit Playboy am meisten Fragen an dich. Wir stellen mal so Fragen per Instagram, haben viele reagiert. So. Und einer hat gefragt, warum du nichts gegen die Patrick Ewing Schuhe machst. Warum ist das denn gemacht? Ey, der denkt, die Patrick hat was mit dir, wer die Patrick Ewing Schuhe gemacht hat. Aber selbst ich weiß, Patrick Ewing war ein Basketballer und da gibt es auch ein Modell.
Ja, die haben, ich kenne sogar den Typen, der den Vertrieb in Deutschland macht für die Pedicure-Schuhe. Aber es ist eigentlich der einzige Schuh, der damals sogar in den 90ern bei uns so jetzt nicht so wild war. Kennst du die Patrick Ewings? Ich kenne die Ewings nicht, ne? Ja, die waren so. Darf ich mein Charles Barkley Schuhe kenne ich noch. Ja, die Abtempo. Ich sage euch, mein Lieblingsschuh, mein absoluter Favorit, die kaufe ich immer. Auch, die gab es einmal bei Footlocker für 50 Euro, habe gleich 3 Paar geholt. Birkenstock, sagst du. Birkenstock. Ja, okay. Damit trete ich mal wie im Arsch. SPX-Schuhe. Ja. SPX sind für mich der geilste Schuh. BKs. Oder British Hightech. Na klar. Travel Fox. Ja. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich dir die Schuhe kaufe, müsste mein Herz ein Affe sein. Weil die gab es in meiner Mini-Sinti überteuert, der Albtraum für Eltern. Ja. Aber diese 90s-Geschichten sind jetzt so in geworden, dass es so teilweise schon wieder so ein bisschen pervers ist. Also ja. So Leute, die jetzt als Männer schon wieder mit Alter Buffalos rumlaufen, Bruder, tut mir leid. Immer wieder das Thema im Podcast, weißt du? Mit Onkel B in Hamburg, die Brüder, die Buffalos hatten. Nicht in Hamburg, war Kultur, NRW war richtig verseucht. Hessen, ach, war, Dicke? Richtig brutal. Die tun, Dicke. So, die tun so, als wenn es nicht passiert ist. Ja, ich weiß. Wenn du dich mit denen gestritten hast, so, ihr habt doch Buffalo. Nein, wieder nicht. Wir haben es doch im Fernsehen gesehen bei Talkshows. Ihr saßt doch alle da. Ja, ist so. Ist doch normal, Digga. Ich stehe dazu. Ich weiß es aus meiner eigenen Familie. Mein Cousin ist aus Spandau, ist er nach Germersheim gezogen, da bei Mannheim. Kommt zurück mit dem fettesten BMW Cabrio, steigt aus und ist 10 cm größer. Ich gucke, das war was mit dir los. Ich guck runter. Ich sag, guck mal, wir sind jetzt hier gerade in Zehlendorf. Hier geht's noch vielleicht, ja, aber komm nicht bei uns raus mit dem Schuh. Weil sonst gibt's Probleme für dich, Bruder. Ganz ehrlich. Ende der 90er Jahre, wenn du mit Buffalos am Cotti rumgelaufen bist, dann warst du freiwild. Ja, ist auch wieder nicht. 100%. Aber es ist ja nicht nur Buffalos. Balenciaga, diese ganzen hohen Plateaus und so Doc Martens, alles wieder in so, alles was hässlich war. Jetzt die Balenciaga, damals. Triple S, da kamen auch ein paar hier von meinen Fashion, die ganzen Fashion, ich alles bin gespannt, Designer geworden und so. Du hast auch überlegt, ob du die holst. Ich bin gespannt, wie viele Rapper einen Arschgeweih haben. Du hast überlegt. Du hast es am Ende nicht geholt. Du hast überlegt und du auch. Symes und Ile haben überlegt, ob sie die holen. Jetzt hast du sogar ihre Namen gesagt. Bis jetzt waren sie noch anonym. Ja. Jetzt Bro, ist vorbei, Bruder. Die haben überlegt. Jetzt ist vorbei, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Memo, ja, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Und Memo hat sich die geholt und durfte dann nicht mehr mitkommen auf Tour. Ich meinte, nein, mit den Schuhen kommst du nicht. Ich bin dafür, dass jeder, der Plateauschuhe trägt, aus Hip-Hop verbannt wird. Offiziell. Weil, sie können auch verbrannt werden von mir aus. Ist auch okay. Gar kein Problem, Bruder. Es gibt irgendwelche Asiaten, Fashion-Models, da sieht das auch okay aus. Bei K-Pop meinst du? Da hast weiß du nicht, irgendein Schwanz sieht da passt bestimmt so. Ja, wenn du so ein Raver bist, Bruder, dann passt sehr gut zu dir. Nee, es gibt doch irgendwelche, nicht, ich weiß, du assoziierst damit gleich Love Parade. Ja, und das ist auch so. Ja, bist du nur damit aufgewachsen? Ja, Bro, aber es gibt irgendwo auf der, es gibt auch Typen, die kombinieren das in Mailand und dann verstehe ich das. Verstehst du? Das ist für mich nicht LSD, eklige Techno-Scheiße, aber Digga, dass dann irgendwelche Rapper oder irgendwelche Hip-Hopper in Deutschland das dann tragen, weil die bei irgendeinem anderen Ami-Rapper das gesehen haben. Diese Dings, ja, das versucht zu erklären, Prinz Pi, so nach dem Motto, das ist jetzt Bad Taste ist in, so, weißt du, dass die Sachen, die damals eigentlich hässlich waren, jetzt wieder in sind, ist natürlich, na gut, okay. Ist ja wie bei Weibern, wenn sie früher hässlich war, wird sie als Gilf auch hässlich sein. Ja? Digga, diese Nick-Arschfick-Mode, diese Backstreet-Boys-Mode ist auch wieder in, mit Mittelscheitel und so. Alles, was wir früher hässlich fanden und wo wir uns drüber lächerlich gemacht haben, hat sich eingeschlichen in unsere Hip-Hop-Kultur, auf ekelhafte Art und Weise. Keiner weiß warum, aber ist so. Ja, ich weiß schon warum. Ja, warum denn, sag mal. Na generell, egal ob es Mode ist, egal ob es Style ist, egal ob es Kunst ist, früher musstest du erstmal durch gewisse Instanzen gehen. Das heißt, wenn du bist mit diesem Schuh jetzt auf die Straße gegangen, so wie du gerade gesagt hast, dann haben erstmal deine Kumpels das bewertet. Und wenn du dann auf die Fresse bekommen hast oder wenn die dir erstmal gesagt haben, dass das scheiße aussieht, dann hast du dir also es mussten erstmal Experten dich bewerten. Catwalk. Wir leben heute im Internetzeitalter. Du kannst alles machen, alles sein, was du willst und keiner, und es gibt keinen Filter mehr. Und darum kommt ja auch diese Musik, wie sie ist, an. Und darum ist auch Hip-Hop, so wie wir es kannten, mit diesem Regelwerk. Hip-Hop war ja immer so geil, weil wir haben uns als allererstes selber erstmal kritisiert. Weißt du, es ist erstmal intern, die Szene hat erstmal gesagt, du Spaß, du Schwanz, wie siehst du aus? Rap mal besser, mach mal so. Uns hat ja nicht interessiert, was irgendein Typ von außerhalb sagt. Jetzt mittlerweile Internet ist so, es gibt ja keinen Bereich mehr, in dem das stattfindet, wo erstmal ein Experte dem Schüler erklärt, so, okay, Junge, du malst, siehst doch die Graffitis, Alter.
Bei aller Liebe, was sind das für Bilder? Das sehen aus wie Kaugummis, die am Zug gespuckt werden. Also es gibt keine Qualitätskontrolle, sagst du. Richtig, gut gesagt, keine Qualitätskontrolle mehr. Und das war ja früher durch die älteren Jungs so, die haben den Jüngeren erstmal erklärt, ey, pass mal auf, ein Buchstabe muss Proportion haben, der muss cool sein. Mhm. Genauso wie beim Rappen, genauso wie bei der Mode. Wenn dann dein Cousin kommt, dann sagst du, ey Junge, hier in Kreuzberg ist nicht gut so. Ja, ich meine, das ist ja auch eine Frage von, was du repräsentierst. Wenn du früher auf Backstreet Boys Film warst und hast dich wie Backstreet Boys angezogen, war ja okay, ist ja, ja kein Problem. Aber nicht im Hip-Hop. Ich meine, Hip-Hop, guck mal, es gibt ja Nachfolgergenerationen. Es gab Nachfolgegenerationen von Tupac, von Biggie, von Death Row, Snoop Dogg, G-Funk, Boom Bap, keine Ahnung was. Und dann gibt es nochmal Nachfolgegenerationen von Peter Andre und den Backstreet Boys. Manchmal ist es auch cool, dass irgendwie was quer von der Seite kommt und es ist erfrischend und es ist neu und hin und her. Aber du merkst ja, was jedes Mal mit der Szene passiert, wenn diese Basis, die wir eigentlich alle so lieben und wo wir immer dachten, diese Basis, die wird niemals weggehen, du merkst ja, wie dünn am Ende dann die Kunst ist oder die Qualität ist, wenn es zu lange vernachlässigt wird. Also weißt du, du merkst doch gerade, ja, was ist. Du hast jetzt Spotify. Ja, ja, das ist alles so ein bisschen Massenabfertigung so. Ist schlimm, weil ich denke mir, früher hast du auch für die Leute das gemacht, genau für die Leute, also für die Szene, von den Leuten für die Leute. Wenn du Trains gemalt hast, wolltest du ganz selten Otto Normalverbraucher mit Flash oder die anderen Writer. In den Jams, auf den Jams fingst du an, für deine Leute, vor deinen Leuten zu rappen. Und das waren alles Leute vom Fach. Das heißt, so wie das waren die Bassbox-Tapes ja oft so kontrovers, weil man echt nie gedacht hätte, dass das in andere Ohren geht, ne? Ja, ja, ja. Aber ich meine, guck mal, dope und cool und so ist ja auch eine Frage der Ansicht. Nein. So, also wenn du jetzt zum Beispiel aus der Techno-Szene bist, dann kann es sein, dass du vielleicht die Hip-Hop-Mode oder deren Lifestyle nicht so cool findest. Ist ja legitim, du bist ja dann nicht aus der Szene. Aber du findest deinen Scheiß cool. Aber der kann ist ja, okay. aber jemand aus einer anderen Szene kann ja grundlegend überhaupt nicht mitreden, ob das dope ist. Ich werde damit sagen, wenn du Hip-Hop bist, du bist 20 Jahre lang oder 10 Jahre lang mit Hip-Hop aufgewachsen, so, du, oder auch wenn du neu bist, so wie meine Produzenten oder jüngere Generation, ja. Wenn du dich etwas damit auseinandersetzt, dann ist die Frage, ob es dope ist, keine Geschmacksfrage. Das nervt mich immer so krass. Aber du redest über Hip-Hop. Ich meine so generell. Ja, generell. Ja. Es gibt ja Leute, die haben mit Hip-Hop nichts zu tun. Für die ist dope deren Musik. Der hört jetzt Minimal Techno. So. Für ihn ist das dope. Ja, ja. Verstehst du so? Ja gut, aber so. Das ist ja. Aber da reden wir dann über da reden wir nicht darüber, dass man über dieselbe Sache redet. Das eine ist, der konsumiert etwas und findet es cool. Und bei uns in unserer Musikform ist, wir machen es alle gemeinsam und jeder, der es macht, kann es auch bewerten. Und ich höre mir deine Meinung an, weil ich auch weiß, du setzt dich mit der Materie auseinander. Es geht ja bei Techno, die hören es ja. Wenn jetzt aber ein Techno-Produzent mit einem Techno-Produzent redet, die werden dir auch genau sagen können, genau, was dope ist. Ja, genau. Das meine ich ja. Also. Genau, und wir, das Geile an Hip-Hop war halt auch immer so, du bist ja nicht erst ein Rapper, oder ein guter Produzent, wenn du dann deine Rapper-Ausbildung gemacht hast, sondern die Straße hat gesagt, ob du ein cooler Typ bist, ob du malen kannst, ob du dope bist. Und das meine ich halt so. Ich habe so das Gefühl, in anderen Szenen ist es dann immer so ein bisschen so dieses so, es ist Geschmack. Und dann, Mann, Dicker, im Hip-Hop sagen dir erstmal 20 Leute, dass du Kacke bist, bevor dir der Erste sagt, sei doch mal ehrlich, Alter, wie viele Leute haben dich beleidigt? Du bist ein Toy. Da, 5 Jahre lang, irgendwann kommt dann deine Gang und dann sagen die, dann kriegst du die ersten Props. Ich habe die ersten 10 Jahre nur gehört, wie scheiße, mach besser. Mhm. Und ich will immer sagen, es war das Geile auch an Hip-Hop. Es war hart, es ist manchmal auch gemein, aber das ist so dadurch ist es immer besser geworden. Competition. Und deswegen sind wir ja auch seit 30 Jahren die krassesten. Also diese Bewegung, diese Hip-Hop-Bewegung, die ist ja nur die krasseste, weil es gibt es ja nicht bei anderen Musikrichtungen. Gibt es ja nicht. Das ist ja alles immer peaceig und alles immer kommen und... Die machen Musik und dann... Aber das hat sich ja jetzt so ein bisschen vermischt, muss man sagen. Internet hat's gefickt. Wenn du jetzt dir anguckst, zum Beispiel die neue Generation, 20-Jährige und so weiter, es muss einfach klar und deutlich festgehalten werden, dass die optisch gesehen von der Repräsentation, aber auch von dem Musikstil und von der Zielgruppe, die sie ansprechen, eher Peter Andre, Backstreet Boys und Instinct sind. Das ist nun mal so. Bruder, das ist so. Ja, aber die kennen das ist die Wahrheit. Ja, weißt du? Ich denke, es spricht halt so viele Leute an. Wenn du einen Mittelscheitel hast und dir irgendwelche Plateauschuhe anziehst, so wie die 90s Boygroups aussiehst und die 90s Boygroup Community ansprichst und die Zielgruppe, also die kleinen Mädchen abholen willst und so weiter, dann bist du ja nicht vergleichbar mit Method Man. Verstehst du, was ich meine? Das ist aber also das Ding. Aber so. Das, ja klar. Die sind deren Nachfolger. Die hauen in diese Kerbe. Die haben dieses Wort gefühlt, was die Boygroups und so eigentlich hinterlassen haben. Ich kenne die Boygroups. Nein. Verstehst du, was ich meine? Nein. Das ist die Zielgruppe aber. Sei ehrlich, Bruder. Nein. Das sind die kleinen Mädels. Nein, guck mal. Die kennen ja nicht die Boygroups. Die haben ja nicht gelebt, wo Backstreet Boys rauskamen. Die kennen die bestimmt.
Bestimmt haben sie die gesehen, aber die orientieren sich nicht an denen. Die wurden dabei gezeugt. Was, ich glaube, was du eher sagen willst, du hast ja recht, die sehen halt aus wie Dullis. Das willst du sagen. Die sehen aus wie Boygroups. Dullis. So, 90er Jahre, Peter Andre. So, in dem, wir hatten die damals so betitelt, hast du recht. Genau, weil wir haben das nicht akzeptiert, okay. Wir haben es abgelehnt. Okay, dann lass darüber reden. Was ist denn sozusagen das Motiv dahinter, dass du so in den Raum kommst, Bogi so, ich so und die so? Was ist das Motiv dahinter? Das Ding ist, du bist ja mit Widerstand aufgewachsen. Du bist ja mit Competition aufgewachsen. Du hast es in deinem Kopf, diesen Kampf und dieses... Bro, die heutige Generation, die kämpft nicht mehr. Das ist nämlich das Ding. Die müssen nicht, die wollen gar nicht. Die wollen, du erklärst ja damit, dass die irgendwie schwach sind. Für die gibt es gar kein schwach oder stark. Für die gibt's, das gibt es Hip-Hop, Competition, du willst mir was erzählen? Bro, die schreiben einfach einen frechen Kommentar und dann war's das. Die sind einfach soft, die sind lost. Die sind so, für die ist Hip-Hop so, die machen dann einen Song und du siehst doch, dann haben die mal einen Hit, aber dann gibt es für die keine Karriere, die sind einfach, die haben keinen Fokus. Ja, das ist halt andere Definition auch so ein bisschen von Hip-Hop. Für mich ist das meiste, was ich höre von der aktuellen Generation, ist auch für mich, ehrlich gesagt, musikalisch, vom Vibe her, nicht nur von der Zielgruppe und von dem Optischen, ist es halt nicht das, was ich als Hip-Hop definiert habe, richtig, wie ich es kennengelernt habe. Richtig. Na klar gibt es immer Wandel und es gibt immer Vermischung. Hip-Hop hat sich Ströme angeeignet, die von anderen Musikrichtungen kamen, auch von Optik, alles mögliche, alles kann richtig, alles gut sein. Ich will ja nur sagen, also du hast ja vollkommen recht, ich will ja nur das sozusagen, dass wir alle mal realisieren, es ist nur wegen Internet. Ja, weil und weil es auch Mainstream-Part erreicht hat. Ja, Mainstream. Ne, es ist nur ein neues Medium dazu gekommen. Mainstream, Internet ist Mainstream. Guck mal, denselben Kampf haben die alternativen Medien, die es jetzt durch YouTube gibt, mit den etablierten Medien. Ist derselbe Kampf. Weil früher ist einfach sozusagen die Art, wie Leute etwas konsumieren, die Art, wie Leute Feedback geben, die Art, wie du eine Resonanz bekommst. Beim Hip-Hop war es immer so wichtig. Wenn irgendjemand von der Ecke gekommen ist und ich bin ein Rapper, dann hat der das nicht alleine entschieden, sondern die Leute, die schon davor da waren, haben ja gesagt, okay, dann zeig mal. Und dann musstest du erstmal dich beweisen. Darum ist er doch mit Tattoos im Gesicht und Durchlangwitz und bla bla. Warum denn? Weil erstmal 20 Kanacken in seiner Ecke gesagt haben, will ich sehen, dass du so bist. Was, du bist krass. Ja klar, anderer also, Lifestyle. Genau, aber nicht jetzt nur, wir reden jetzt sehr nur... Sehr interessant, wir reden jetzt immer nur von Straße und von Gewalt, das meine ich ja gar nicht. Ich meine auch die Kunst, weil Kunst, in der Kunst gibt es keine Demokratie. Weil... Du setzt dich nicht mit 5 Leuten an den Tisch und dann stimmt die ab, sondern wenn du eine Vision hast, wenn du sagst, okay, das ist der neue Shit, das ist das Ding, so dann glaubst du daran, dann kämpfst du, dann ziehst du das durch und dann fragst du niemanden um Erlaubnis. So. Und das ist so das Ding. Und, und weil Berlin, und deswegen ist Berlin auch so eine geile Stadt, was Hip-Hop angeht, Berliner waren immer eklig zueinander. Immer. In anderen Städten Graffiti, guck mal, München, Stuttgart und ja, Dortmund und so ging es auch schon ein bisschen ab. Aber du weißt doch, Dicker, was jeder hat sich gegenseitig Plage, gefickt. Die Plage. Immer nur gegenseitig ficken, das ist eine Ellbogengesellschaft gewesen. Immer. Ja, aber was daran gut war aber ist, Competition war ganz groß bei uns. Ich habe mal gerappt. Das heißt, also natürlich wäre schöner gewesen, wenn die Art besser gewesen wäre. Aber ich rede jetzt nur von der Kunst. Ich rede nicht davon, ob das cool war, dass jetzt, wenn du bei Papestraße gemalt hast, dass Tok nicht abstechen wollte. Darüber rede ich nicht. Es wäre cool gewesen, wenn Tok gesagt hätte, ich mal Montag da und du Freitag. Aber es geht darum, für die Kunst war es gut. Für die Kunst war es gut. In dieser Stadt herrscht der Neid, doch das pusht das Niveau. Ja, weil dieses Arschlecken die ganze Zeit, dass jemand toll ist und dieses und so ist es ja auch oft in der Musikindustrie. Hey, und wir sagen uns nicht die Meinung ins Gesicht, weil das ist ja dann voll gemein und so. Bro, aber dann am Ende des Tages, das stoppt die Competition und darum ist Hip-Hop so geil gewesen. Guck mal, ich sag so, diese nochmal, damit die Leute mich nicht falsch verstehen. Ich disse diese Leute nicht, indem ich es sage. Es ist nur eine Feststellung. Rein optisch gesehen, von der Präsentation und so weiter, seid ihr nicht 90er Jahre Hip-Hop, ihr seid 90er Jahre Boygroup. Das ist die Kerbe, wo ihr gerade reinschlagt, wenn ihr so aussieht wie Cerro El Mero. Das ist eine Wahrheit. Das heißt nicht, dass... Ach, den meinst du zum jetzt? Beispiel, verstehe ich, wenn ich dieses Scheitern. Ja, dieses ganze 90er Boygroup-mäßige, wie die Leute rumlaufen, das sind Strömungen aus Boygroup, Pop und Techno, Trance. Das sind Sachen, die wir damals überhaupt nicht gefeiert haben. Mhm. Heißt aber nicht, dass ich sage, dass das schlecht ist. Es hat aber nur nichts mit dem ursprünglichen Gedanken zu tun. Mhm. Wir haben das früher Hollywood-Türke genannt. Geschen. Nein, das war so, ja, der ein oder andere hat das vielleicht so genannt, aber ich bin mit solchen Jungs aufgewachsen, die sind teilweise auch sehr gute Freunde von mir. Das waren die Jungs zum Beispiel, die früher schon in den 90er Jahren pinke T-Shirts angezogen haben, vom Vater, weil er Dönerladen gehabt hat, seinen Mercedes genommen hat und nur auf Pussyjagd war die ganze Zeit, wollte Alem machen den ganzen Tag. Der war Hollywood-Türke. Dann gab es bei uns in Kreuzberg aber noch die Jungs, die auf der Straße waren, jeden dumm angeguckt haben und 5 Gramm in der Tasche gehabt haben und 10 im Bunker. Das war so das Ding. Es gab Unterschiede von dem, was du präsentiert hast. Aber trotzdem sage ich
das nicht aus einer abwertenden Perspektive. Das meine ich damit nicht. Ich sage, es ist nur eine reine Feststellung, Bruder. Mhm. Wenn du so aussiehst, wie du aussiehst und wenn du so rappst, wie du rappst, dann machst du Sprachgesang auf einen Popbeat und repräsentierst dich so auf eine Boygroup-mäßige Art und Weise, was dein Optisches angeht. So, das ist 2020. Nichts anderes. Voll. Aber ich sage nicht, dass du scheiße bist, du solltest aufhören oder zieh dich an wie DMX und sein Hardcore-Typ, sage ich nicht. Mach dein Ding, Bruder, ich habe überhaupt nichts dagegen. Ist nur eine Frage von Definition, dass wir das mal klarstellen. Weißt du, was ich meine? Das ist es. Ich fand ja irgendwann auch, also ich bin ja auch jemand, der extrem auf diesem Neuen, da will immer das Neue und immer das, aber ich verstehe zum Beispiel gar nicht, warum du kannst dir in einer Hand abzählen, wie viele Leute auch jetzt gerade wirklich probieren, den neuen Style, der auch Straße ist, zu machen. Wir kommen mal ein bisschen näher. Sorry. Nur ein bisschen. So. Ja. Das schaffen ja viele auch nicht einfach den neuen Style, was einfach Straßenrap angeht. Also es gibt ja da auch eine neue Entwicklung, die auch dope ist, die auch cool ist. Wo auch vielleicht ein bisschen mehr gemummelt wird und ein bisschen mehr Autotune und hin und her, aber Bro, die 808s sind krasser, die Samples werden geiler geflippt, so. Und da merkt man halt auch wirklich, dass Straßenrap oder der echte Rap, so der harte Kern, da auch ein bisschen immer so dieses so, ich rap wie früher, weil das ist richtiger Rap und weil das finde ich dann auch, ist ein bisschen, da machen sich die Leute das zu einfach, weil DMX in Amerika auch keinen Erfolg mehr hat. Braucht man sich nicht wundern, so. Also, DMX will keiner mehr hören, Jay-Z ist gerade so auf der Kippe, ne, also. Wenn du die neuen Leute fragst, die wollen noch nicht Jay-Z hören, die wollen Travis Scott hören. So, was macht Travis Scott? Der ist musikalischer. Pop Smoke war jetzt so eine Sache, wo man echt gedacht hat, okay, es kommt vielleicht ein bisschen wieder an diese New Yorker Straight. Weißt du, der war ein bisschen straighter wieder. Leider ist er nicht mehr da so, aber... Solid as a rock. Ja. Also weißt du, das ist so dieses... Da muss man aber auch echt sagen, dass die Leute, die dann immer sagen so, yo... Ich bin der Rapper. Ja, dann setz dich aber auch mal mit Rap so auseinander, wie du es machen müsstest. So. Die machen nicht denselben Flow, den du 1998 gerappt hast. Deswegen hat Belasch auf sein Album ganz hässlich ganz verschiedene Flows einmal gemacht. Ne, ich habe einen Track gemacht, wo ich einfach verschiedene... Ich habe 80er-Rap gemacht, danach 90s-Style und danach neu modern. Okay. Es ist halt... Ich finde auch alles gut, muss ich dazu sagen. Alles hat seine Daseinsberechtigung für mich. Ich bin nicht so ein Nazi, der sagt, Neues ist gut, Altes ist schlecht oder andersrum. Das ist für mich sowieso absoluter Unsinn. Ich finde es einfach nur ein bisschen belastend zurzeit, dass das zu viel Copy und Paste ist einfach. Weißt du? Wenn du dir, Deutschland diese... Wenn du diese Corona dir reinziehst auf Instagram, Bruder, das ist doch nicht mehr normal. Aber also, das ist aber auch für jemanden... Was ist Corona? Ja, das ist so ein Typ, der heißt CLO1444, der zeigt immer so zum Beispiel den aktuellen Hit von einem deutschen Künstler und dann zeigt er den Hit, der zwei Monate vorher in Frankreich rausgekommen ist. Der hat original den Beat nachgemacht und hat noch die Hook. Du merkst, das ist mir zu viel. Leute, das ist kein neues Phänomen. Nein, aber es ist jetzt gerade Höhepunkt. Du merkst aber auch, dass diese Leute, die da Sachen klauen, die klauen ja aber auch nicht die angesagten coolen Rap-Songs aus den Staaten, weil die checken es gar nicht. Die könnten den Beat nicht nachbauen. Das ist noch eine Sache, die ist... Die checken auch nicht den Flow, die checken auch nicht die Betonung, die checken nicht, dass der auf die Endsilbe reimt, die checken nicht die BPM, die checken gar nichts. Die klauen aber eine kommerzielle Popmelodie, weil sie dann denken, okay, auf der Spotify. Also ich will damit sagen, die klauen ja auch nicht mal bei Rap. Früher, wenn wir gesagt haben, okay, Lil Wayne hat einen geilen neuen Flow oder dann ist es noch eine andere Sache so, weil dann dein Idol beeinflusst dich, das ist was völlig anderes. Aber wenn ich, wenn so eine Shisha-Bar-Karaoke-Nummer. Ich kenne nicht mal die Originalsongs, von denen die klauen. Ist aus Afrika teilweise. Ja, Respekt. Auch gute Hits gewesen. Ja. Die haben, in Frankreich war es ein Hit. Okay, ist eine Hitmelodie. Genau. Wenn ich den Vergleich höre, ich check schon, warum die das geklaut haben. Aber ich kenne nicht mal den Originalsong. So ein Schwanzsong, also so ein Popsong, hat doch überhaupt nichts mit Rap zu tun. Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt in einem Major-Label-Verlag bist und du bist in einem Major-Writer-Camp und dann kommt da Vincent Weiss rein. Ja, so ein Pop-Typ, der große Hits hat. Und dann kommst du dem mit so einer Melodie. Dann würde ich das auch verstehen. Aber ich verstehe nicht. Pop ist das. Pop, ja. Genau. Ich verstehe aber nicht, warum die alle denken, dass wenn sie das klauen, und selbst wenn du damit einen Hit hast, also selbst wenn jetzt einer morgen zu mir kommt, wo du, ich kann in die Zukunft sehen, du samplest jetzt diesen Pop-Hit und du hast damit Erfolg. Ich würde sagen, ist auch schön und gut, aber will ich gar nicht. Ich will mich mit einem coolen Song Erfolg haben. Ja, das muss jeder für sich entscheiden, natürlich. Ja, aber Rap. Aber ich meine, diese Kopiererei. Frag Boogie. Guck mal, sei mal ganz ehrlich jetzt. Ja. Hast du nicht in letzter Zeit mitbekommen, was die mit Majo gemacht haben oder mit Sinan G und so weiter? Die machen so, die zeigen, seine Rolex ist fake, sein Schuh ist fake, sein Oberteil ist fake. Finde ich aber gut.
So, ja, dann regen sich die Leute übelst darüber auf und die finden den dann voll lächerlich. So, du hast eine Fake Rolex, du bist unten durch, das finde ich aber gut. Aber jetzt pass mal auf, wenn einer aber einen Song klaut, der vor 2 Monaten original so in Frankreich rausgekommen ist, dann geben die alle einen Wichs drauf. Weil letztendlich Plagiat ist Plagiat. Ob der jetzt was Fakes anhat und du findest das lächerlich, oder ob der einen ganzen Song geklaut hat und du findest es nicht lächerlich, geht nicht in meine Gedankenwelt rein. Für mich wäre es sogar andersrum wichtiger, weißt du so? Es ist ja... Weil du behauptest, dass es deins ist. Bei Belasch ist immer krass, der macht immer 5 Themen auf, 5 neue. War ganz kurz, es war schwer, dann beim Punkt zu bleiben, aber ich will darauf antworten. Erstmal noch zu diesem Rap-Rap-Hit. Guck mal, damals bei Agro Berlin, wir hatten die Tür auf und wir wussten, okay, alles, was wir jetzt machen, wird mehr oder weniger von MTV angenommen. Das heißt, wir können jetzt richtig Kuh melken. Digga, die Hits, die wir machen wollten, wir wollten Rap-Rap-Hits machen. Neue Deutsche Welle war ein Rap-Song. Jump Jump war ein Rap-Song. Ich habe mich an, weißt du, ich wollte was Kommerzielles machen, okay, aber am Ende wollte ich noch, dass meine Eier nicht klein wie Rosinen werden, wenn ich den irgendwo performe. So, wenn du heute Songs hörst, ich weiß ganz genau, Typen machen Millionen, aber die wollen so sein wie wir. Ich weiß es ganz genau. Ich weiß Typen, die machen Millionen, die verkaufen mehr Platten, aber wenn die bei ihrem Konzert stehen und das rappen, schämen die sich. Ich weiß es. Und die würden gerne einen Simesbeat nehmen und würden gerne über die Kette rappen. Und jetzt kommt auch deine Frage. Die würden, wenn du sagst, du hast eine 80.000 Euro Kette, dann trag die auch. Wenn du nicht auf diesem Film bist, dann hast du vollkommen recht. Dann hol dir nicht diese Uhr und sag, ich hab die und ich mach und tu. Weil wenn es dann rauskommt, dann habe ich auch kein Mitleid. Zum Beispiel Sinan ist jemand, Sinan ist mein Bruder, Sinan ist ein loyaler Typ, Sinan ist ein Motherfucker. Alles, was die Leute im Internet über ihn reden, ist auch mein Homie. Geht mir an meinen Eiern vorbei und geht ihm auch an den Eiern vorbei. Aber er weiß, Rolli tragen, Bro, Rainbow, Dingsbums, dieses Modell, was vielleicht Mark Wahlberg hat, was kostet die Uhr, Alter? Die kriegst du gar nicht. Aber wenn du 200 hast, kriegst du sie nicht mal. Da sage ich auch zu ihm, ey Sinan, Bro, wenn du ein bisschen Welle machen willst vor den Chicks, dann mach, aber dann nimm die Daylights 2 oder aber die Rainbow, Bro, Alter. So. Und ich finde das wichtig im Rap und ich finde das auch wichtig, wenn man den Leuten was von Erfolg erzählt und von, ey, du schaffst es und ich komme von der Straße, aber du schaffst es. Bro, dann so wenn ich mir in dem Augenblick nicht diese 200.000 Euro Paddock leisten kann, dann hole ich sie mir nicht. Dann rappe ich aber vielleicht drüber, das haben wir auch immer gemacht. Wir haben immer über, ich komme im 7er BMW, S8 als Coupé, gibt's gar nicht, S8 als Coupé. Wir haben irgendwas gerappt, weil wir wollten das haben. So, das verstehe ich schon. Aber dieses neue Instagram-Ding, dass jeder YouTube-Schwanz, jeder Instagram-Schwanz da so eine Schwanzuhr reinhält und dann auf Millionär macht, da finde ich gut, dass dann diese Munich Wristbusters, finde ich geil, weil dann zeige ich nämlich meine. Ja, und dann merkt ihr den Unterschied, was harte Arbeit bedeutet. Ich wiederhole mich ein bisschen, heutzutage sind die Videos wie Werbung und bei Werbung schalte ich aus. Wenn es dann nur noch darum geht, ist mir ein zu viel. Ja, Boogie, aber diese du Zeit wird auch vorbeigehen, das ja, aber nur dadurch definiert. Es gibt, guck mal, als erstes nicht nur. Sag mal so, wenn Deutsche reden oder wenn wir in Deutschland, immer nicht nur, es geht nicht nur darum. Aber ich will damit sagen, zeig, wenn du hast und sei stolz drauf und mach und tu. Und wie gesagt, meine Paddock, wenn ich die gekauft habe, die kostet 130. Warum? Und wenn du denkst, dass du derselbe bist mit deiner 30-Euro-Paddock, bist du nicht. Bist du nicht. Und da ist genau der Tag X gekommen, an dem du es merkst, dass du nicht vom selben Level bist. Meine ist teurer als Shindy seine. Und ich will das hier sagen. Und wenn er so... An diesem Tisch, Digga, ist auch schön an für diesem dich. Tisch wird nicht gelogen. An diesem Tisch wird nicht gelogen. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ich will eine Sache sagen. Aber natürlich nicht nur... Ich habe die versautesten Weiber dafür. Guck mal, das Ding ist ja so. Es ist doch ganz einfach. Für alle Leute ganz, ganz einfach. Wenn du einen Hurensohn hast und du machst ihm eine 200.000 Euro Uhr an seinen Arm gelenkt, dann bleibt er ein Hurensohn mit deiner 200.000 Euro Uhr. Wenn du ein guter Junge bist und du hast eine 200.000 Euro Uhr, dann bleibst du ein guter Junge mit einer 200.000 Euro Uhr. Wie viele, guck mal, da ist auch der Unterschied, wie viele reiche Kacksöhne von ihren reichen Kack-Tennisspieler-Daddys haben die Uhr? Das ist auch nicht dasselbe. Es ist auch nicht dasselbe. Darum will ich ja damit sagen, der Typ, und das ist wieder Graffiti. Wenn wir Trains gemalt haben, der Übergang ist jetzt schwer, aber pass auf, dann waren wir keine Künstler. Wenn du ein Train gemalt hast, das war die Rolli, du hast gemalt, der Typ hat 20, der konnte 20 Cans kaufen, hat ein buntes Piece hinbekommen, der hat das Layup, was nur er bedienen darf, Papestraße oder weißt du, da wo nur er, es war alles schon Flex. Aber am Ende musste der Typ dahinter auch ein Motherfucker sein. Wenn er jetzt ein schönes Bild gemalt hätte, ein Boogie-Bild, ein buntes Piece und die Leute hätten da Boogie sein Opfer, hätte ihm gar nichts gebracht. Darum musste er
BC, okay, wir malen miese Bombings, aber wir müssen auch noch Hackischer Markt, die S-Bahn, die Straßenbahn kaputt schlagen, weil die RTL-Reporter filmen uns gerade. Also ich will nochmal, das ist alles, also dieser Flex und so, der soll natürlich unterstreichen, dass du Style hast und dass du, aber der Kontrast ist wichtig. Ich will doch, wenn es darum geht, dass ich Geld verdienen will und ein Schnösel sein will und dann teure Klamotten tragen will, dann will ich kein Rapper werden. Dann weißt du, dann werde ich Tennisspieler oder Politiker. Du hast doch gerade selber gesagt, wenn du jetzt in eine reiche Familie reingeboren wirst, ja, ist doch keine ist große Nummer. Dann ist das halt anderes. Aber du bist das definiert nicht, dich ja nicht. Ist nicht dieselbe Uhr dann. Es definiert dich nicht. Richtig. Und das ist auch das Ding so, was du gerade angesprochen hast, bei Graffiti zum Beispiel, das ist auch so eine Sache, die ich auch in meinem Kampfsport immer übertrage. Ich sage auch zum Beispiel beim Rap zum Beispiel, ich kann jetzt sagen zum Beispiel, ich bin jetzt absolut davon überzeugt, ich bin der krasseste Rapper hier in Deutschland. Kann ich das beweisen? Nein, weil es eine subjektive Sache. Da geht es dann meistens eher darum, wie viel Follower, wie viel Fans. Aber wenn es jetzt darum geht, wir vergleichen uns, wer ist der krasseste Rapper hier? Ich kann aber jetzt zu dir sagen, wir gehen jetzt vor die Tür und wir boxen uns. Wenn du auf dem Boden liegst, weiß jeder, ich bin stärker als du. Hm. Und das ist bei Rap nicht möglich. Verstehst du, was ich meine? Toll gesagt, Baby. Ja, aber das ist nicht möglich. Ja, aber sorry, ja, ist nicht möglich. Beim Graffiti, wenn du ein Scheißpiece malst, da kommt keiner und sagt, du bist der King. Okay, aber jetzt folgendes Szenario. Früher war es ja wirklich so, dass wenn die Leute, die Ahnung hatten, die Rap gehört haben, zwei Rapper gesehen haben, die gerappt haben, die haben gesagt, wer besser ist. Da konntest du dich auch nicht dagegen wenden. Dann hast du halt gesagt, okay, meine von 100 Leuten sagen 80, der ist besser. Das gibt's ja nicht mehr. Und genau, verstehst du? Also, es war ja früher so. Es war früher so, die Leute, die zugeguckt haben, die haben verstanden, zum Beispiel bei MMA, du guckst jetzt UFC, du verstehst die Regeln. Du verstehst, okay, der ist aus dem und dem Grund besser oder der hat einen Foul begangen oder der war, weißt du, der hat was falsch gemacht. Es ist ja klar definiert. Das war früher im Rap genauso. Aber Musik bleibt halt immer subjektive Wahrnehmung. Rap ist aber keine Musik. Rap ist auch eine Form von Musik, das ist auch subjektiv. Oh, er ist eine Form von Musik. Wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, ich mag den Style von Bone Thugs and Harmony nun mal mehr als den von, sagen wir mal, 6ix9ine. Das ist dann zum Beispiel, 6ix9ine kann für den anderen aber ein Gott sein im Rap. Ja. Das ist jetzt schon wieder eine Frage der Perspektive. Aber das ist nicht klärbar. Moment, aber dann nimmst du aus dieser Gleichung, du pickst dir aber nur eine Sache raus, die diesen Typen ausmacht. Und das ist das Problem im Rap, im Hip-Hop. Das ist super gesagt. Bone Thugs and Harmony und 6ix9ine, beste Beispiel. Bro, selbst wenn Bone Thugs and Harmony die miese Rapper waren, nicht Rap, selbst wenn die gerappt hätten, die meinen Arsch. Was sind denn noch die Punkte, die dich Bone Thugs and Harmony feiern lassen? Was feierst du noch an denen? Du feierst ja nicht nur, dass die krass flowen können. Du feierst, wie die sich anziehen, deren History. Die haben einen Song mit Biggie gemacht. Die haben einen Trend gesetzt. Ich würde sagen, es ist ja nicht nur die Musik im Rap. Aber es wenn die Kacke gerappt hätten, hätte ich es nicht gefeiert. Haben sie nicht. Ich wollte aber auch sagen, ich überspitze das. Baby, bei den Ami-Acts habe ich am Anfang aber auch ganz wenig Informationen gehabt. Da gab es kaum auf... Du wolltest es nicht. Nein, aber ich habe dann manchmal nur die Tapes gehabt. Und klar gab es da Mythen, die waren cool, auch der Lifestyle, aber oft, da hat man viel objektiver auf die Musik geachtet, weil es kein Instagram gab und du wusstest wenig über die Interpreten. Richtig, ich will nur damit sagen, es ist ja, wenn es heutzutage einfach nur so ist, dass die Kinder sagen, okay, oh, der 6ix9ine, der sieht lustig aus, der hat diese Dings, ob er jetzt im Knast Leute angeschissen hat, meine Güte, wie sollen kleine Kinder da mitreden können? Man kann es auch nicht immer, wenn ich euch beide sehe, ja, ihr seid beides ohne Süßholzraspeln, er ist ein Rapper, den ich pumpe und deine Sache auch, ja? Danke. Es gibt heutzutage kannst du mal reden, bitte? Man kann jetzt einfach nicht sagen, ob Flair oder Belasch der bessere Rapper ist, weil okay, echt, da gibt es ganz viele Kategorien. Wenn ich sehe, wer hat die besseren Trap auf Nutten, auf Koks feiern, Flizzy. Wer gibt mir mehr Wissen? Belasch. Aber es gibt heutzutage Toys. Ja, super, ohne Worte. Super Toys, warte mal. Super Toys, Superstars. Dings hier, Blueface. Wie heißt er? Heißt er Blueface? Blueface, ja. Der Typ kann nicht mal den Takt treffen. Er kann nicht rappen, nicht mal 2 Zentimeter lang. Aber er ist ein super Megastar. Er macht Features mit Snoop Dogg. Das Ding ist halt, die Musikindustrie hat sich in der Art und Weise ein bisschen geändert, dass dieses Qualitätsding nicht mehr so nötig ist. Naja. Wenn du damals in den 80er Jahren, wenn du damals ein R&B-Sänger sein Blueface? Wolltest, ich feiere ihn super krass, also sein Gesicht und so, er ist Topmodel, ich mache Poster an seine Wand. Er feiert nicht Blueface. Digga, der Bruder kann nicht rappen, Bro, original gar nicht. Erzähl weiter, dann erkläre ich dir was zu Blueface. Was ich damit erklären will, ist, in den 80er Jahren, wenn du R&B-Sänger sein wolltest, musstest du an Luther Vandross vorbei. Luther. Wenn du in den 80er Jahren zum Beispiel, wenn du jetzt ein krasser Funk-Musiker oder sowas sein musstest, musstest du an Prince vorbei. Richtig. Es gab so eine gewisse Qualitätssteigerung, dadurch, dass die Competition so stark war und du konntest nicht schummeln. Wenn du damals gesungen hast, dann hast du den Ton nicht getroffen, warst du raus aus der Nummer. Dann ist der Nächste gekommen, hat deinen Platz eingenommen. Heutzutage ist das nicht mehr so. Heutzutage du kannst ist aber sicher alles sein, kalkulierter. Aber du kannst sicher sein, dass der größte Hip-Hop-Polizist in Amerika ist Snoop Dogg. Warum macht Snoop Dogg einen Song mit Blueface?
Der größte? Weil diese, deren Management und so, Digga. Nein, das ist alles Hintergrundscheiß. Ich glaube, was B meint, ist 100%. Nein. Boogie, chill. Eine Sache. Die machen auf möchte gern Crip beide. Nein. Pass auf. Erstens, guck mal. Wir reden jetzt davon, jeder Rapper von uns ist so ein, du weißt doch, diesen Fußballer und du hast hinten, diesen Superheld, du hast hinten auf der Karte diese Stärken. Pferdestärken. Wie nennt man das? Diese Karten, was wir früher hatten. Quartett, so. Es ist einfach, guck mal, es ist anhand von der Produktion von den Beats, für die, oder auch anhand der neuen Entwicklung in der Szene, ist es halt wichtiger jetzt auf diesen Stärken, die Typen hinten haben, dass es tanzbarer ist, dass es hittiger ist, dass sie mehr swaggy sind, dass sie ignorant sind. Ein Typ wie du, der Unterschied zwischen uns beiden ist eigentlich nur eine Sache. Du hast nie Bock gehabt, also guck mal, auch wie du, was für Themen du, womit du dich mit dem Rap auseinandersetzt, zum Beispiel Inhalt, das ist eine Stärke, die wollte ich nie haben. Ich wollte nie krassen Inhalt und den Leuten was beibringen, weil ich bin der Meinung, das machst du in der Schule. Aber es gibt es, es ist wichtig im Rap, dass Leute auch was voll hören. Voll wichtig. Voll wichtig, ja, aber ich persönlich, und genauso du, wenn ich dir was von meiner Paddock erzähle, sagst du, was labert der Spaß, Alter, so mich nicht, wenn für das Geld kaufe ich mir eine Immobilie. Weißt du, das ist auch geil, die Unterschiede sind auch geil so. Aber du musst verstehen, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen welche Heldenpower ist jetzt wichtiger geworden im Laufe der Zeit und wer ist wirklich wack? Weil Blueface ist nicht wack. Er ist super wack. Nein, ist er nicht. Er ist der Gott von Wackness. Nein, ich schwöre dir. Guck dir mal dieses Tiger-Ding an. Der Beat ist wack, der Rap ist wack. Wollen zu sein. Wollt ihr mich entscheiden lassen? Bro, die wollen. Sainz Acclaimer. Der letzte Rotz, Bruder. Sainz Acclaimer. Sainz soll dir mal erklären, warum Blueface nicht wack ist. Das Geile an dem ist ja, dass der immer zu früh ist. Checkst du aber. Ja, voll geil. Weißt du? Nein, aber weil du es nicht checkst, Bro, weil du es nicht checkst, diese Einfachheit. Das geht nicht um Einfachheit. Du musst den Takt treffen. Es gibt Rhythmik. Mich kritisiert er deswegen auch immer für dich. Wer sagt es? Sonst bist du weg für mich. Ja, aber du kommst jetzt wie so ein Lehrer in die Uni rein und sagst den neuen Typen, die Zukunft gehört immer den jungen Leuten. Und das Ding ist, wenn einer wirklich wack ist und der sich überhaupt nichts dabei denkt und überhaupt keine History hinter sich hat, aber Blueface hat auch eine History hinter sich. Der kann nicht mehr. Glaubst du, und das ist der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland, glaubst du, ein Snoop könnte mit dem rappen, ohne dass er danach gefickt wird, wenn der wack wäre? Digga, wenn der Typ, Alter, einfach so vor Snoop rappen würde und er hätte nichts und niemandem hin. Dieser Rap lebt einer nicht auf. Stell dir mal vor, Snoop Dogg steht jetzt vor Blueface auf der Straße, er kennt ihn nicht. Er sagt, rap mir mal bitte 16 Zeilen. Der rappt, er sagt, verpiss dich. Die wissen nicht mal, was 16 Zeilen sind, Bro. Das ist ja noch schlimmer. Aber die neue Art von Rap gibt's nicht, Acapella. Mir sagt Flair. Mir sagt Flair. Ist das Musik zum Tanzen? Warte mal, weißt du, was du gerade sagst? Du sagst gerade so, wenn jetzt einer zum Beispiel in Hollywood jetzt sagt, das ist der neue Style, ich filme jetzt meinen Hollywood-Film mit einer scheiß iPhone-Kamera. Yeah. Das ist jetzt die neue Welle. Da müssen wir sagen, das ist die neue Welle, das ist cool. Nein. Der Bro kann nicht rappen, Dicker. Dieser Blueface ist ein Toy. Warum hat er dann Erfolg? Weil Erfolg damit nichts zu tun hat, ob du gut rappen kannst heutzutage. Doch. Nichts hat es damit zu tun. Sonst wäre der nicht da, wo er ist, Dicker. Der schreibt. Nein, das sind einfach Leute, die keinen Erfolg haben und dann sagen, ja, nur behinderte Menschen sind auf der Welt und deswegen hat der Erfolg, weil alle sind behindert. Ey, Flair, ich will nicht sitzen. Es gibt super krasse Rapper da draußen, die auch von der neuen Generation. Die keine Hooks schreiben können. Super krasse Rapper. Die alle keine Hooks schreiben können. Aber die alle keine Stimme haben. Warte mal. Boogie. Die haben alle keine Hooks. Die haben alle keine geilen Produktionen. Die können sich nicht mal anziehen. Die sehen aus wie Scheiße. Wer will hören, was die erzählen? Ich meine die gar nicht. Ich meine die Leute, die Hype sind. Jetzt gibt es auch gute Leute. Ja, Moment. Guck mal, jetzt kommt ein Blueface. Der Typ, hast du gerade gesagt, der sieht aus wie ein Model. Der rappt über Bitches. Und vor allem alles, was er rappt, stimmt. Alles. Der ist 100% real. Der fickt mehr Weiber, als wir gesehen haben. Ja, das glaube ich nicht. Seine das, was er trägt, ist nicht wie bei anderen Rappern, bei Klo 34 Fake. Der Typ, alles, was er performt, ist real. Und das lieben die Leute an ihm. Die interessiert einen Scheiß, ob der im Takt rappt. Weil 100 andere Rapper, die rappt, Eminem, Send a pain when the weight of the day, the bait is the weight of the dough, weight of the failure, Kaffeebecher, Aschenbecher, Massenbecher. Dicker, was laberst du? Ich will hören, dass du ein Motherfucker bist. Wenn ich das höre, dann will ich auch das Gefühl haben, ich bin ein Motherfucker. Und ich hab keinen Bock, Eminem Campaign Speech, with the record store, with the fecker door, with the wicked door. Ja, das with ist halt, was du nicht Norton. Feierst. Das darfst du dann nicht vergessen. Ich war der größte Eminem-Fan früher, aber er hat nur noch das. Ja. Er hat nichts anderes. Aber was soll er denn auch machen? Er hat doch schon alles erreicht. Rausgehen auf die Straße. Er hat doch schon alles erreicht. Dann soll er abtreten. Aber sei mal ganz ehrlich, für seine Ära war er einer der Größten aller Zeiten. Er ist immer noch der Größte, aber was ich sagen muss, Blueface? Für diese Ära wird er niemals einer der Größten sein. Ist das ich schon? Spreche dir. Ist das schon? Kann doch gar nicht werden. Er hat nicht aufgepasst. Guck mal, stell dir vor, in 20 Jahren, guckst du ein bisschen zurück, wer war was? Dann vergleichst du Eminems Legacy mit der von Blueface, das ist dann ein Scheißvergleich. Das kannst du nicht vergleichen, weil damals haben die Leute Musik anders konsumiert. Das ist, wo Leute wie du nicht loslassen können. Du hast früher ein Eminem-Album gehört, der Typ hat an diesem Album drei... Ich habe Eminem noch nie gefeiert. Das ist nicht mein Ding. Bro, egal welchen, ich rede von der Epoche. Du hast ja ein Album gehört und es war ein Film von A bis Z. Heute, es geht um einen Song.
Es geht um den Typen, um meinen Song. Ja, die Leute hören das. Ich habe Eminem auch nie gehört. Weil ich mag auch neue Rapper, ich mag auch neue Strömungen. Ich kann dir sagen, neue Typen, die wack sind. Guck mal, du darfst das jetzt nicht so rumdrehen, nach dem Motto, neue Sachen mag ich nicht. Der mit den roten Haaren, dieser Schwanz, den mag ich auch nicht, Alter. Ich mag seine Stimme nicht. Nein, Mann, der andere da, der auch mit Drake einen Song gemacht hat, Oprah's Bank Account. Little Yachty, mag ich auch nicht. Also, du Schwanz, wie siehst du aus? Aber man muss auch nicht alles mögen. Ich meine einfach richtig. Nur, eine Sache gibt es im Rap, eine Sache, die für mich eine, das ist die Qualifikation dafür, dass ich sage, du wirst überhaupt erst genannt. Timing und Flow. Du musst den Takt treffen, musst du. Das ist meine Voraussetzung. Wenn du das nicht treffen kannst, wenn du das mit Absicht machst, sage ich mal, wenn du das mit Absicht machst, dann bist du für mich sowieso ein Vogel. Das ist so, als wenn du sagst, Alter, weißt du, ich nehme jetzt mit Absicht meine iPhone-Kamera und nehme nicht die Red-Kamera. Weißt du, das funktioniert nicht, Bruder, guck mal, ich komme aus der älteren Zeit und ich liebe den neuen Rap mehr als den alten. Weißt du, was mich voll nervt? Dass jeder von euch Oldschool-Rappern immer denselben Flow hat. Wer sind wir Oldschool-Rapper erstmal? Auf 90 BPM rappt ihr alle gleich. Wen meinst du überhaupt? Dich, du bist Oldschooler. Oldschool? Ja. Digga, ich mach dich kaputt in jedem Flow. Alle dein Geld in die Mitte. Sofort. Ja, ja, aber du checkst nicht mehr. Wenn du mich herausforderst, musst du so eine Reaktion musst du erwarten. Oldschool-Rapper. Du checkst nicht mehr, Bro. 70 BPM, meine Kette, 60 BPM, 140 schon BPM, spielt egal. Du checkst spielt keine Rolle. Ich versuche dir gerade die neue Generation zu sagen. Meine Kette hatte schon geburnt. Wollen wir das alle im Battle machen? Es geht nicht um deine Kette, es geht um dein Rap, Digga. Du redest von Rap, Digga. Rap ist nicht deine Kette. Das doch. Deine Kette kann nicht rappen, du kannst rappen. Nein, Bilasch. Verstehst du? Die Kette, guck mal, die Kette, wenn du Competition eingehen willst, dann musst du alles anerkennen. Nein, du redest über Rap gerade. Du sagst, du rappst auf 90 BPM Bro, so über gleich. Du weißt nicht, wie ich rappe, Digga. Wenn er damals vor 20 Jahren, ich kenne noch deine Musik, natürlich weiß ich, wie du rappst. Wenn er vor 20 Jahren damals angekommen ist, ich kann gut malen. Glaubst du, es hätte gereicht, dass er überlebt? Dann geh auf Spotify und hör dir meinen Song Hund an. Warum muss ich hier? Dann weißt du, dass du Scheiße redest, wenn du von 90 BPM und Oldschool-Rapper redest. Bro, nochmal, wenn du ankommst und sagst, du pickst dir nur eine Sache raus und sagst, weil ich diese eine Sache gut kann, bin ich der Krasseste. So läuft das nicht. Keine eine Sache. Ich kann jeden einzelnen Flow auf dieser scheiß verdammten Erde. Deinen eigenen Flow. Ich habe meinen eigenen Flow, meinen eigenen Style. Wenn komplett. Du den eigenen Flow hättest, dann würden alle sagen, der rappt wie Belasch. Digga, ich habe meinen eigenen Style, Bruder. Dann bring meinen eigenen Style. Nein, bis jetzt redest du über Blueface seinen Style. Blueface hat keinen. Der trifft nicht mal den Takt. Ja, vielleicht alle einen krassen Flow. Blueface hat genau diesen einen Scheiß, worüber du dich aufregst. Digga, was musikalisch und Rap angeht, ist eine Sache. Wenn du von Ketten reden willst, da gewinnst du das Battle. Nein, aber nicht, wenn es um Rap geht, Bruder. Blueface hat komplett, er als Person, er ist eigen. Er kann ja gut sein, aber ich meine, sein Rap-Style ist für mich einfach nicht gut. Aber der passt doch zu ihm. Das ist mir doch egal, was zu ihm passt. Nein, aber du musst doch anerkennen, dass der Typ eine Eigenheit besitzt. Finde, man sollte seine Battle Eigenheit ist das, was mir nicht gefällt. Ihr solltet jetzt battlen. Er trifft den Takt nicht. Battle. Das ist Geschmack. Das ist Geschmack. Er ist wack, Alter, Digga. Moment, das ist Geschmack, dass er dir nicht gefällt. Mag sein. Aber wenn du als älterer Rapper zu einem Neuen sagst, du bist grundlegend einfach wack und du kannst nicht anerkennen, dass der was hat, was ein Appeal ist, was ein Style ist, was ein Swag ist. Aber nicht als Rap, Bruder. Das Rap kann ich nicht annehmen. Ich kann annehmen, dass er optisch vielleicht eine Präsentation hat, dass er voll gut in den neuen Zeitgeist passt, dass er voll gut in das ganze Vibe-Ding heutzutage passt. Ich bin Rapper, ich sage, kann ich alles anerkennen. Aber Rap? Ich sage, also ich bin der Rapper so bekanntlich und ich sage, der Typ hat einen behinderten, ignoranten eigenen Style. Der ist kein Lyriker, will er aber auch nicht sein. Ich rede nicht über Inhalt. Nein. Ich meine nur Rap-Skills. Nein, auch lyrisch. Nur so. Lyrisch bedeutet auch, dass wenn jemand Skills hat. Und deswegen sage ich ja zu dir, wenn er das behaupten würde, dann könntest du dich ja aufregen. Weil dann versucht er was zu sein, was er nicht ist. Aber er will es gar nicht. Also das heißt, du gehst zu ihm, pöbelst ihn an und er sagt, ey, habe ich nie gesagt. Das ist was die ältere Generation nicht checkt. Und selbst wenn du das wack findest und ich nicht, ist ja auch scheißegal. Bro, das war ja der Punkt, den ich vorher gesagt habe. Und das hast du nicht zu entscheiden, ich auch nicht. Millionen von Kids im scheiß Internet kaufen die Mucke von dem. Was machst du jetzt? Das ist keine Rechtfertigung. Ist so was wie, machst du jetzt? Das ist so wie, ich habe so und so viel Streams, Snoop also bin ich besser. Snoop Dogg hat nicht mit dir. Was das hat nichts damit zu tun, ob du guter Rapper bist. Snoop Dogg hat mit ihm gerappt, nicht mit dir. Das hat damit nichts zu tun. Natürlich, Snoop Dogg, Mann. Der hat die Scheiße erfunden. Snoop das ist Business, Digga. Mann, Belasch, du hast für alles immer ein Argument. Snoop Dogg ist auch jemand, der ins Internet gegangen ist und gemeint hat, wer seid ihr? Hibbidi-Hibbidi-Hibbidi-Rapper. Er war der Erste, der reingeschissen hat. Wow. Er war der Erste. Ja, genau, dieses Teil hat er nicht gefallen. Voll wichtig ist. Aber trotzdem, die beiden haben nicht miteinander kollaboriert, bin ich 100% sicher, weil er gesagt hat, du bist ein doper MC. Das sind Crips. Da siehst du, es gibt Hintergrund-Connections. Ja, die gibt's immer. Da geht's um Business. Bei uns auch. Aber ich rede über Dope und Wack. Er hat doch nicht gehört, Blueface, du bist ein doper MC, komm auf meine Platte rauf. Das heißt Snoop Dogg, der Multimillionär, der musste das machen, weil er hat Geld bekommen. Jungs, Digga, Snoop Dogg macht alles für Geld. Jeder weiß es. Das weißt du doch selber. Er macht Techno-Songs, er macht mit
Okay. Pussycat Dolls, aber er Features, seine, er macht mit allem. Aber er fickt seine Rap-Credibility, weil er jetzt die Pause hat. Er braucht das ja gar nicht. Seine Kredibilität hat er sich ja ich damals schon aufgebaut. Ich denke mir immer, Jungs, Musik ist Medizin, Musik ist Medizin. Und jeder braucht seine Dosis. Ziehst dir rein, ziehst dir in deine hohen Schädel rein. Ja. Wow. Yeah, gib sofort den Joint her. Jeder hat sein Ding gemacht, alle sind so ein bisschen untergetaucht. Hat ja auch lange gedauert, bis ich überhaupt zu Sido wieder in Kontakt hatte. Mhm. Da. Genau, aber Spectre ist natürlich, wird immer so der sein, der über mir ist. Weil, Digga, der hat uns gebaut, der war wie so ein großer Bruder, der uns zum ersten Mal. Seit wann seid ihr Zeit wieder? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Ach, wirklich so lange war ja, das? Ja. Und Speicher auch wieder und Halli? Nee, Speicher treffe ich erst noch. Okay. Aber nicht wieder im Kopf. War doch nichts Wildes, war doch keine. Aber Spectre habe ich ja auch wirklich vermisst, weil Spectre ist so ein Mann, das ist so dieses, wenn du so. Der ist so krass. Der ist so ein Teil von dem ganzen Wesen, warum man so geworden ist. Der hat uns miterzogen. Hat mich miterzogen. So, weil der war der erste Mensch, der mir und Bushido damals das Gefühl gegeben hat, so, wir sind gut so, wie wir sind. So, du bist crazy, du bist Rapper, du bist Hip-Hop. In Paris gibt's auch Leute wie euch, in New York gibt's Leute wie euch, ihr seid gut so, wie ihr seid, komm, wir machen unser Ding und hin und her. Und das ist so krass, hat mich so krass geprägt. So, das war ja nicht nur so krass, dass da endlich mal jemand war, der so dich genommen hat, hingestellt hat und dir so ein, was wie immer alle immer gesagt haben, ja, Argo Berlin, ihr habt immer so ein krasses Image gehabt, sondern das ist ja nicht so, dass der dir eine Rüstung angezogen hat, die hätte jeder tragen können, sondern der hat sich ja mit dir hingesetzt und hat erstmal analysiert, wer bist du denn eigentlich? Also weißt du, was ich meine? So kannst du, also der hat eigentlich dich genommen und hat dir so ein Serum initiiert, so ein Superman-Serum. So. Ich habe das immer so wahrgenommen, als wenn er so jemand ist. Ich glaube, das ist dasselbe, was du meinst. Der nimmt jetzt so einen Rohdiamanten und schleift ihn. Richtig, so kann man es auch nennen, genau. Oder sein Talent, glaube ich. Genau, Belasch. Und er sagte zu mir immer, Spectre sagte zu mir, wenn du einen Rapper aufbaust, musst du mit denen drei wichtige Sachen sofort verbinden. Bei Sido war es, glaube ich, Block, Maske und er hat da immer das richtig an so, er hat da richtig den Plan. Er ist so ein Mega-Nerd und genau das, er zieht so das Beste aus einem raus. So ein wissenschaftlicher Geist mit einem krassen visuellen Verständnis auch, Alter. Ja. Visuell sowieso, ne? Der nimmt ja echt einen Kugelschreiber in die Hand, dann malt er dich und Charakter und macht dann einen Comic draus und das sowieso. Aber einfach dieses, was Rap, Hip-Hop in seiner, also vielleicht sehen es viele anders, wir haben ja heute auch viel diskutiert. Aber wenn wir beide, wenn ich und er uns über Rap und über Videos und über, wir machen jetzt auch einen Film, wir sind in Planung. Und ich muss mit, also was dope ist, was Welle macht, was Ansage ist, dass es um Provozieren geht, dass es darum geht, anzuecken, so, das ist so, das musst du mit dem nicht diskutieren. Der hat das so in sich, der dieses rebellische, aber also immer über Dinge. Zum Beispiel, du bist ja so jemand, du willst ja, du sagst eine Meinung und du sagst, ey, das ist die Wahrheit, ihr Fotzen und ihr traut euch das nur nicht zu sagen, bla bla bla. Aber er ist so, der macht halt ein Video oder macht ein Cover und ich könnte jetzt sagen, was er für ihn ein Cover gemacht hat und es wurde aber dann aber auch nicht genommen. Aber schade, das wäre ein geiles Beispiel jetzt. Aber zum Beispiel bei uns mit Neue Deutsche Welle, weißt du, so, er hat einfach, wir nennen das Album Neue Deutsche Welle und dann haben wir den Adler und dann haben wir die Deutschlandfahne, aber dann holen wir trotzdem unsere ganzen Kanacken ins Video und die Leute werden nicht klarkommen. Die werden nicht klarkommen. Und so war's das halt. War ein Video, Bruder, wo wir... Oh Mann, das war wie eine neue deutsche Welle. Oder mit Sido oder mit Alles ist die Sekte. Weil er hat halt, das, was die Jungs gerappt haben, zum Beispiel Berlin Crime, waren ja zu der Zeit unsere Vorbilder und die haben das ja, für die war das ja so normal. Wir machen jetzt Mucke und wir hauen auf die Kacke. Dann haben sie die Tapes gemacht und die haben ja eigentlich auch von alleine schon das gemacht, was Spectre natürlich in einem größeren Rahmen gemacht hat. Zum Beispiel wenn Frauenarzt oder Orgi oder so, wenn die ihre Covers gemacht haben, dann mussten da zwei Ärsche rauf, dann musste die Whiskyflasche. Das hat Spectre auch immer offen erwähnt, das hat er auch immer offen gesagt, auch immer viele Sachen. Auch immer provokant. Immer provokant. Du warst ja auch mal mit dem Rücken auf dem roten Cover und dann hieß irgendwas, das wird zurückgeschossen wie beim Polenangriff damals und so. Ich glaube auch. Oder auch alleine AIDS. So, ja, weißt du? Alles ist die Sekte. Oder Belasch, wie teilt der Neger. Ja, genau, Provokation. Genau. Ja. Aber dann hat er das genommen. So, und hat es so krass visualisiert und dargestellt, dass der größte Hater sagen musste, boah. Und dann war, und das ist halt so. Das ist eigentlich die Mutter von viral gehen. Noch bevor es viral gehen gab, wusste er, wie man viral geht. Ja, so. Ja, und einfach so, dann kam es raus, das Cover, und dann war so, okay, shit, er hat es wieder getan, so. Und dann war ja die Agro-Trennung, die auch nur war durch dieses ganze Unterweltscheiße und Abu Shaka Familie will uns drohen oder will uns ermorden oder Bushido will uns die schicken und es war zu viel.
Weißt du, das war zu der Zeit, war in dieser Musikindustrie war die ganze Straßenscheiße drin. Aber Aggo hat auch, man hat die Straße auch aktiviert, das war der Fluch und das Geschenk, weil so, so nah verbunden war an der Straße. Bushido ja, schon. Also wir haben ja. Das, das meine ich halt. Und also, mit Aggo meine ich alle von Anfang weil an. Weil wenn wir zum Beispiel, wenn wir Stress hatten, hätte er mit Fabio Stress. Es war trotzdem irgendwie immer so Hip-Hopper gegen Hip-Hopper. Aber es war dann schon so, dass Bushido weg wollte von Aggo und dann hat er halt wirklich Leute mit reingeholt, die aus einem ganz anderen Niveau kamen. Und dann haben wir echt ein paar Jahre gekämpft. So. Es war ja dann nicht gleich zu, sondern es war jetzt dann 2003, glaube ich, ist er weg von uns. Und bis 2007 haben wir dann noch gekämpft und gemacht und getan. Und dann kam auch das Internet dazu, zum ersten Mal illegale Downloads. Aber du warst, glaube ich, ganz früh schon im Internet, Bruder. Als ich manchmal so ja, ich 2004 oder 2005... Er hat Internet erfunden. Ja, weißt du? Ich hab's erfunden. Ich hab den Moonwalk erfunden. Schön wär's. Player hat den Moonwalk erfunden. Ich weiß nicht, glaube ich... Dann werden die Millionen, die Milliarden zur da. Zur Zeit von Jump... Hast du, hab ich dich, haben wir oben im Lagerraum aufgechillt, habe ich gebufft, weißt du noch, man hat sich immer 1000 Sachen für die Homies ausgesucht. Danke nochmal, Halil. Ganz Langwitz ist mit Agro-Merch rumgelaufen. Yeah. Und dann hast du immer schon damals über so eine ganz für mich fremde Sache irgendwie Weiber abgecheckt. Und das war, glaube ich, damals MySpace zuerst und ich natürlich. Weiß erst seit einer Woche, was Internet ist. Yeah. Früher habe ich immer den ganzen Computer runtertragen müssen, wenn die alte zurückkam, wegen Verlauf. Heute kann ich den Verlauf löschen. Yes. Nee, das war LL Cool Flair war überall die Text. Ja, ja. Und das war sozusagen, dann haben wir gekämpft bis 2007 und dann war irgendwann vorbei. Dann kam Internet, wir haben teure Videos gedreht, aber haben keinen... Halt die Fresse, muss man auch mal sagen. Halt die Fresse, ja, halt die Fresse. Excel, wir lieben dich. So, und dann war Schluss. Und dann war auch so viele, du weißt, wie es ist, am Ende, wenn dann die schöne Zeit vorbei ist, viele Vorwürfe. Du bist schuld, ich bin schuld, wir alle sind schuld. Die waren ja, also Speicherspekte, Halle waren ja sowas wie unsere älteren Brüder, unsere Väter, so. Und das, man hat sich dann auch irgendwie so im Stich gelassen gefühlt, ne? Meinst du, ihr wurdet wirtschaftlich gut behandelt? Kannst du sowas sagen? Diplomatisch, kurz, knapp? Ja. Ja. Jetzt, wenn ich heute, also, ja. 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 Weil, also. Ist ja nicht geläufig, muss nicht immer so sein. Natürlich, es waren harte Verträge, es waren auch Verträge, wo es waren typische Künstlerverträge, die du auch mit einem Major-Label hast, aber du musst ja mal sehen, dass was Aggro alles geleistet hat. Das war ja, die waren ja wie so ein Jungfreizeitheimwecker. Ja. Du bist hin, die haben deine Steuern gemacht, die haben deinen Verlag gemacht, die haben ja alles gemacht. Und wenn du zur Speiche gekommen bist und gesagt hast, okay, ey, ich brauche Geld, weil ich muss zu einer Schlampe nach Hamburg fahren und mein Konto ist leer, dann hat er dir trotzdem Geld gegeben. Ja, und ich habe ihm Sachen vorgeworfen, auch muss ich im Nachhinein sagen, die eigentlich woanders auch üblich waren halt. Nur wir BC, ich war ein bisschen naiv, für mich war es auch Bro, so Gang, Familie. BC oder ja. Frauenarzt hat mehr Geld gemacht als alle. Weil und ich kam aus dem Knast raus, Bruder, ich habe 12.000 Einheiten verkauft von Upstream City, was B produziert hatte. Ich rechne so meine Independent-Hasse jeden Monat, denke ich, scheißegal, bist du im Knast, dann kommst reich raus. Weil einmal kam der Scheck. 15.000? Ja, yeah, das ist so, das ist natürlich damals, guck mal, das war auch dann, das ist genau sozusagen diese Schnittstelle, wo diese Deals keinen Sinn mehr gemacht haben. Weil, wenn du 100.000 Platten verkaufst, du hast einen komplett funktionierenden Apparat, dann kannst du den Künstlern solche Verträge geben, weil die Popularität steigt, deren Live-Verkäufe, Merch, alles läuft parallel. Es ist für jeden, der Kuchen ist groß genug. Irgendwann dann, wenn die Industrie dich abfuckt oder wenn das Geld weniger wird, ist natürlich klar, dass dann alle irgendwie vorher sich ihren Schnapper holen und der Künstler am Ende dann kommt und sagt, okay, was ist jetzt übrig geblieben? Ja. Und das kann es nicht sein so. Und deswegen bieten ja jetzt mittlerweile sogar die großen Major-Label-Verträge Vertriebsdeal an. Also du hast dieses Modell, wie Aggro damals gemacht hat, das gibt's ja gar nicht mehr. Als würde, und das haben die damals aber auch verpennt. Die hätten damals ihre Künstler beteiligen müssen, hätten wachsen müssen. Da ist viel schief gelaufen, aber normal, Dicker. Wir waren alle behindert, Straße, das hat uns auch alle überrumpelt. Das ist aber auch schwierig jetzt von vielen Fehltritten zu reden bei so einer krassen Erfolgskarriere von diesem Label, weißt du? Ich sag auch nur, dass es am Ende so war. Ja, klar, es war das, ich verstanden. Es war, ja. Der Genickbruch für Aggro Berlin, ich sage den Namen nicht, mit F fängt er an, war der Bruder, der über einen Monat auf dem Bürotelefon von Halil Telefonsex gemacht hat. Kennst du die Geschichte noch? Nee. Ich weiß es noch, ich snitch jetzt nicht. Was ich da abgespielt habe, oben immer. Am Ende war der Erfolg das Problem, weil wenn eine Firma wächst, dann brauchst du ja nicht Leute in der Firma, die genau wissen, okay, wie kriegen wir die Firma größer, wer muss wo jetzt, wir müssen expandieren oder wir müssen neue Leute einstellen. Ja. Und da waren die schon überfordert und dann noch Internet, illegale Downloads. Ja, aber die Zeit von dem Absprung aus dem Business fand ich persönlich eigentlich relativ intelligent, muss ich sagen. Von mir oder von Aggro? Nee, Aggro, ich denke mal, man hat das sinkende Schiff verlassen. So. Nee, also weil
Die Leute müssen dazu wissen, vielleicht hast du das nicht mitbekommen, wir haben ja zu der Zeit erst diesen großen Joint Venture, die mit Universal abgeschlossen. Ja. Wir haben kein wirtschaftliches Risiko mehr. Es ging nur noch darum, das Produkt abzuliefern, die Künstler zu stellen und Universal pumpt es mit Geld voll. So, und dann ging es aber los, dass in der Zeit schon durch diesen Stress auf der Straße, durch diese Drohung, ja, durch diese Uneinigkeit, Einbrüche, aber eigentlich Angriffe hauptsächlich Street-Scheiße, einfach das Klima zerstört haben. Ist auch nicht deren Ding so. Nee, war es nicht. Ja. Warner hatte im Vertrag drin, haben mir die Schockarzten gesagt. Das ist die Agro-Leute. Ja. Und dann, weil ich noch sagen wollte, ist der Genickbruch bei Agro auch immer, oder bei uns, wir waren ja alle Agro, dass wir präsent waren. Welches Label hatte das? Wenn du mit uns Stress hattest, bist du zur Downstairs gefahren oder die Blücherstraße. Aber da bei dieser Schockmusik-Sache, da hast du dann auch gemerkt halt, wer wirklich im Hintergrund gut Strippen ziehen kann und denken kann und wer nicht. Weil genau da, wo Schockmusik die Disserei gegenüber Agro krass am Start hatte und Agro gar nicht reagiert hat. Das haben wir auch nicht ernst genommen. Die sind so, genau in dem Augenblick dann, wo sie gesunken sind und das den Effekt nicht gebracht hat, den sie sich vielleicht erhofft haben, dann hat man nochmal den Todesstoß gegeben. Da gab es ja nochmal auch ein Diss. Weißt du? Aber wir haben, also mit Alpagan und... Das war aber schlau gemacht. Sido war auch da mit dabei. Ja, das war ich alleine. Ich habe ein Mixtape rausgebracht und ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen, weil ich war generell immer jemand. Mich hätte auch der gefährlichste Gangsterboss aus Berlin dissen können. Ich hätte was dagegen gesagt. Ich konnte nicht meine Füße stillhalten. Sido hätte nie was gemacht. So. Trotzdem wolltest du nicht mit hinfahren mit den ganzen Knarren damals. Wir wollten zum Launa Platz. Ich weiß gar nicht. Lange Zeit. Aber war auch viel eklige Luft da. Ich weiß noch, einmal kam ich an, da haben sie das ganze Album von Sido gehabt. Ach, die Nummer, wo sie die Speicher beklagen. Da waren die sauer. Guck mal, zu dieser Zeit war ich schon gar nicht, da war schon, ich habe das nicht mal mehr mitbekommen. Mhm. Das war schon so untereinander. Aber was mir halt immer klar war, ist, dass egal, wer uns disst bei Agro Berlin, ey, wir nennen uns Agro Berlin, wir müssen zurückdissen. Das war für mich normal. Okay. Sido war schon auf diesem Film so, ey, der ist jetzt kommerziell erfolgreich und der wiegt das ein bisschen ab. Lass mal chillen, lass mal lieber Hits machen, lass zu Stefan Raab gehen oder zu The Dome, Bravo Supershow. Und für mich war das, und da war schon der, es war nicht so, dass Sido und das ich Sido dafür gehasst habe oder er mit mir, Sido ist niemand, der diskutiert, ja. Aber man hat gemerkt, man ist nicht mehr vom selben Film. Verstehst du? Dazu noch Bushido, Arafat Abushaka greifen uns an. Ich zerreiß Poster, die machen Messerattacken auf mich. Bro, keiner von meinen Leuten in diesem Agro-Büro oder so hat dann danach mit mir gesagt, komm, wir ficken die jetzt. Das gab's, die waren nicht von diesem selben Schlag. Das heißt, ich hatte ein paar Freunde, so, wir haben dann unser Ding gemacht, so. Und da war dann das alles und noch viel, viel mehr und Digga, wir haben... Und jetzt chillst du mit Arafat und er will Bushido angreifen. Guck mal, wie sich die Welt ändert. Ey, ne? Flair, kennst du noch den Track, den wir aufgenommen haben gegen Bushido? Raus. Den haben sie nie getraut, sich aufzunehmen. Wir haben uns vorher im Café getroffen mit Halli. Ja. Irgendwann vor Agro-Zeit. Da haben wir auf dem Ashanti-Beat, der ist, Bela wird den Original kennen von Rumors. Only You, haben wir auf Ashanti, haben wir Boo angegriffen. Keiner will den Track rausbringen. Ich glaube, er geht sehr unter die Gürtellinie. Was mit dem Track, Baby? Hau raus, scheiß drauf. Ich habe ihn ja nicht. Aber keine Ahnung. Ich hätte ihn rausgebracht. Aber zum Arafat-Thema kann ich ja gerne nochmal sagen, wie sich das entwickelt hat. Das grundlegende Problem damals, genauso wie heute, ist ja nicht der Sport, dass man sich ficken will, dass man sich abstechen will, dass es Schlägereien gibt, dass man sich disst und so. Das war gar nicht das Problem. Es war so das Problem vom Alleingelassenwerden. Es war so dieses so, du kämpfst, bist der Frontmann oder du bist einer von denen, der die Fahne hochhalten will, so. Dann gibt's Gegenwind und alle sagen dann so, ey Flair, du hast übertrieben. Kennst du Leute so dann so, ey, wie kannst du denn? Ich so, hä? Wir sind Agro Berlin, Dicker. Wenn uns jemand disst, Agro Berlin. Ich bin volle Kanne rauf, so, ja. Und das war so ein bisschen dann die Entwicklung. Aber vielleicht wäre es auch taktisch klüger gewesen, mal den Ball flach zu halten. Ergebe dich zum Schein, chill erstmal. Ich will gar nicht sagen, dass ich damals der coolste, beste und schlauste war. Ich war halt auch immer nur mit dem Kopf durch die Wand. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, meine Kräfte waren dann auch zu Ende. Du weißt es damals, und ich bin zusammengeklappt. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich habe Psychosen bekommen, ich habe nie Drogen genommen, aber ich habe dann Panikattacken, dieses nicht schlafen 3 Monate, irgendwo versteckt bei einer Freundin, irgendwo dann hier bei Sophia damals noch, da diese KISS-FM-Moderatorin war damals so eine Freundin, also die war meine Freundin, aber es war nichts Ernstes. Aber die war lieb, die hat sich um mich gekümmert. Ich habe sehr ernst mit ihr gemeint. Drei Monate bin ich erstmal untergetaucht, weil das kopfmäßig, Industrie geht kaputt, Label geht kaputt, Geld geht kaputt. Ich wollen Leute ficken, abstechen, Freunde halten. Nicht so ist mein Kopf auch kaputt gegangen. Ich weiß, damals, als ich mich mit meiner Großfamilie war, dann der Streit so gegen 99, dann war keiner von meinen Ärzten da. Dann noch kam diese Musik raus und Lyrischer Hooligan kam und ich wusste, ich sag was noch keiner macht. Und es war ein mega psychischer Prozess, was ich auch gestern angesprochen habe im Podcast, wo B mir bei geholfen hat. Ich wusste auch gar nicht, woher ich komme. So viele Sachen, mit denen sich jetzt die Leute besprechen, habe ich schon vor 20 Jahren so in meinem Kopf gehabt, dieses Identitätsproblem.
Ja, und Digga, Street Beef macht dich schnell alt. Du hast gedacht, okay, in Berlin ist so eine Welt, da, natürlich kam dann LKA, hat uns befragt und nennt und der, dies, das, Biberposo, aber du hast zu denen keinen Bezug gehabt. Die haben auch nicht verstanden, also wie es heute ist. Heute gibt es Rocker-Dezernat, die haben Ahnung von Hip-Hop, die nehmen dann Leute ins Zeugenschutzprogramm. Damals, Digga, die konnten machen mit uns, was sie wollten und keiner hat sich dafür interessiert. So. Das stimmt. Das hat Kopf gefickt. So. Das stimmt. Da hättest du gerne mal hättest du dich gefreut. Digga, wie oft habe ich meinen Kopf verloren, weil ich tagelang mit Schaf war, wo man irgendwo war. Manchmal auch wegen Rap, da war oft nur so, wurde nie so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Hm. Aber ist ja auch und ein da riesiger Part, das dann abzugeben. Da haben wir uns dann kennengelernt. Weißt du noch, Digga? 2007 haben wir erst richtig dann so, dass du mich auch war, Digga. Also, ja, aber da waren wir beide alleine dann. Digga, da habe ich, Beckwart mir dann gesagt, Digga, wo hast du Geld beiseite gelegt und bababa und alles gut. Und ich habe mich gar nicht getraut, ihm das zu sagen. Ich sag, Digga, ich bin broke. Ich habe gar nichts mehr. Die haben mich, wir sind weg. So. Weil er dachte, er hat ja Agro die ganze Zeit mitbekommen. Er dachte, oh, hey. Wie oft sind wir für die Maschine? Naja. Und dann ging es los mit Südberlin Maskulin. Dann habe ich erst realisiert, wie wir dann auch sozusagen öfter hier immer dann checken. Manchmal muss es schlimmer werden, damit es besser wird. Stimmt. Und dann habe ich Label gegründet, wusste, okay, ich muss Merch machen oder ich muss eigenen Merch machen, weil die Wichser laden alles illegal runter. Und da habe ich dann komplett mich neu gesettet und einfach nur weiter so. Und dann ging es los mit Südberlin, dann war ich bei Joker F, dann kam Zilla, der war auch Patient, nur besoffen. Ich sagte, komm, wir rappen jetzt. Der wollte ja gar nicht. Zilla wollte nie Südberlin Maskulin machen. Ich musste ihn ja überreden. Und dann mit Joker F, die Pfeife, Alter. Der Wichser, ne? Ah, ist cooler Typ. Ja, cool. Nee, und deswegen, das war die Zeit, wo dann mit Spectre auseinanderging. Jetzt, damit du verstehst, es lag jetzt nicht nur daran, dass ich mich mit ihm nicht verstanden habe, oder, sondern es war einfach, du weißt, wie es ist, jeder taucht unter, als Gruppe sind wir eh nicht stark, weil wir keine Armee sind, jeder taucht unter, macht sein Ding, aber irgendwie so vermisst man den anderen, ne, natürlich, weil man eine gemeinsame Zeit hat. Er hat dann in der Zeit viel Werbung gedreht, paar andere Rap-Videos, paar andere Themen so, und irgendwie war, aber die Szene war anders und jetzt ist die Szene wieder so, glaube ich, dass man auch einen Spectre braucht, also das ist so. Yeah, Spectre, come back, baby. Ja, ja, wir sind dran. Und ich bin jetzt schon oft bei Baba Kano, Tracker Valley, meine Homies. Tracker Valley auch. Ey, Digga, einmal im Club, wir hatten auch Waffen dabei und so. Waren der Tisch, der, wie viel Geld habt ihr dabei? Mein Homie sagt 80.000. Gehen wir rein, der ganze wilde Zeiten. Da habe ich Tracker gesehen, dachte so, Eskalation, war einmal an der Insel. Gab es ja eine leichte Eskalation da. Da war er massiv und so, all dann kamen ja die Schockleute und ich war voll sauer, dass die kommen auf mein Konzert so. Ich schwöre, ich wäre mega eskaliert. Da wurden heilige Bücher zitiert, dass ich runterkomme. Dann irgendwann flammte es ab. Da Cracker Valley sehen und so. Ich sag so, Bruder, du hast mich damals gesehen. Er sagt, ja, ich brauch das Geld, Bruder. Richtig cool, Baba-Typ, ich liebe euch. Wie bitte? Valley hat sich doch gar nicht gedacht. Nee, aber so der Clan, es war D.I.V., ja, glaube ich. Da muss man schon klarstellen. Aber Cracker Valley hat sich gut rausgehalten. Genau, und Cracker Valley. Ja, da war ich schon mal, war. Und ich halte Cracker Valley und Baba Khan für eine mit der besten Rapper, die wir haben. Ich liebe die hat, richtig. Baba-Typen. Cracker Valley hat, was Spectre damals auch immer gesagt hat, der hat so dieses, der hat auch so eine Aura. Hugo Betrugo. Der hat so ein Gesicht. Das ist auch so ein Charakter. Wenn der was rappt, der. Oder wie der Baba kann Khan. Kann dir Telefonbuch vorrappen, du glaubst, du sagst krass. Ja. Weißt du, so wie Adel Tawil, wenn Adel Tawil singt, klingt auch wie Dings. Er könnte alle Tage wie kein Telefonbuch singen und es klingt schön. Ja. Bei Cracker Valley ist so, wenn der Cracker, Baby. Einfach rappt, dann. Ehrensache, dass ich nicht an Kinder verkaufe. Ja, aber Baba Khan ist auch der King. Ein Mann, 20 Taten, Baby. Stabiler Rapper, Baby. Krass, und ja. Die Ari hatte mich gedisst. Die Ari hat jeden gedisst. Müsst ihr mich entscheiden zwischen Atzen und Kanaken? Wer mir Kanaken lieber? Atzen sind fette Schweine wie B, der. Atzenkeeper. Yes! Ey, der hat mir ja Props gegeben. Ich war gerne fett, Baby. Ja, ja, dann, ja dann. Jetzt haben wir uns vor einem Jahr wieder. Es wäre sowieso für mich ein Traum gewesen, wenn er die ganze Zeit weitergemacht hätte, natürlich. Weil wenn du, weißt du, wenn du auch im Studio bist und wir haben gerade darüber, wir haben ja viel darüber geredet, so was ich so an Rap geil finde, so ey, du die Party und Bigger Than Life und immer die krassesten Bitches und die krassesten Autos und die krassesten Raumschiffe, so, da brauchst du halt jemanden wie Spectre. Und das ist auch wirklich so eine Sache, die ist sehr, sehr rar in Deutschland. Kannst du mal bitte Bigger Than Life, ich verstehe schon, aber genau die Übersetzung mir sagen, weil es sagen die oft bei Big Pun, also größer als Bigger das Leben, nach dem Tod noch aktuell? Ja, oder? Mann, nein, Bigger Than Life heißt, Alter, immer over the, immer Hollywood, also immer Coco Jumbo. Ja, immer, wie sagt man? Bigger Than Life, was sagt, wer ist auf Deutsch? Immer einen draufsetzen. Ja. Digga, so als wenn du in China rumläufst unten ohne. Big in Japan. Das versteht Flair nicht, weil wir haben gesehen... Japan verstehe ich. Also, guck mal, ich habe ja 16, das ist ja normal in Deutschland. Aber in Japan haben die 10 im Durchschnitt, also bin ich ja groß. Und dann wollte B mich nach Japan bringen, dann tanze ich nackt mit lauter Japanern, die so einen kleinen Pole haben, dann singe ich, I'm big in Japan. Ja. Ja, und deswegen ist es...
Allein wenn du jetzt ein Album machst und du weißt, du hast Spectre mit dabei mit dem Boot, dann ist es halt ein, es ist, du bist noch selbstbewusster. Du kommst wieder ein bisschen in diesen Agro-Film. Wir drehen dann Videos und dann kann ich rappen. Das wollte ich auch machen, aber er geht nicht ran bei mir. Der geht auch bei mir nicht ran. Ich schwöre dir, wir sind 3 Tage in Warschau, haben wir gedreht. Großes Video. Cracker Valley macht da auch irgendwas, lustigerweise. In Warschau? Nee, mit Spectre. Kann sein. Spectre feiert den krass, hä? Nee, Dings macht auch was mit ihm. Oleg Sash. Nee, ich meine jetzt nicht Rapper. Aber Cracker Valley hat irgendwas angekündigt gehabt, von wegen Reset. Und da ist immer Spectre getaggt. Kann sein. Kann sein, der Typ ist irgendwas. Ist lustig, dass da diese feindliche Fraktion von damals. Nein, ist doch schön nicht mehr. Cracker Valley und ich haben Fitness over. Ich sage ja von damals. Ja, ja. Aber schon ganz früh damals, wie gesagt, auch so wie du gerade meintest, Cracker Valley hat sich immer rausgehalten. Top, Mann. Und auch immer, wir haben uns jetzt schon 10-mal bei mir, der wohnt ja in Zehlendorf. Schon 10-mal getroffen, der ist immer nett, immer cool. Top, Mann. Guter Junge. Ja. 100%. Top, Mann. Spectre hat auch, glaube ich, immer so ein. Immer ein Auge für solche Leute. Offenen Geist. Spectre sieht, genau wie ich, wenn. Spectre ist auch jemand, der sieht, wenn jemand sozusagen was in sich hat oder wenn jemand diese Aura verkörpert. So, Spectre ist ein visueller Typ, der macht die Kamera an und er will dann nicht irgendwie irgendeinen Hampelmann vor der Kamera. Er sucht ja so eine Leute, weißt du, was ich meine? Und es war schon immer so, dass er meinte, boah, den müssen wir bei uns haben und boah, hin und her. Das gab's oft. Er hat auch Props gegeben, Alter, weißt du? Ich habe den damals kennengelernt nach meinem Debütalbum. Da kam er gleich zu mir und meinte, ey, du hast ein krasses Album gemacht. Ich dachte so, hätte er jetzt nicht machen müssen. Da normalerweise war die großen Leute so aus der Industry und so weiter, weißt du, meistens halten sie sich eher bedeckt, weil früher war sehr viel Camp gegen Camp. Und du weißt ja, wie das war. Man hat sich jetzt nicht unbedingt gegenseitig Props an den Kopf geworfen. Ja, ich habe dich ja damals auch bei Beethovens auf den Sampler mit draufgenommen. Das hat der Auspekter sofort Daumen hoch gemacht. Da kennst du noch Kudorf? Klar, Baby. Oh, wir haben eine miese Schlägerei mit. Immer Kudorf, immer Schlägerei. Wir sind da rein. Wer war denn bei? Hengst. Oh Gott. Der hat sich auch nicht geschlagen. Obwohl doch. Hat mitgemacht. Da war noch der Security von uns damals, Musa. Und noch, wir waren noch 2 der anderen. Aber Musa ist ein harter Haudegen, Alter. Der lässt sich nichts gefallen. Nee, Afghan-Soldat. Und dann ist, dann kommt noch Big Cell, der Chef von denen. Rest in Peace. Rest in Peace. Komm, will mir von hinten eine Flasche auf den Kopf hauen. Verdient. Und Musa sieht das und nimmt die gerade noch so. Und ich drehe mich um, ich sehe nur, bam, bam, bam. Und dann geht's los, bam, alle aufeinander, boom, boom, bang. Und dann nimmt, glaube ich, die Ari Messer und macht es bei Musa an den Bauch. Und Musa nimmt ihn so und dann trau dich. Und da hat er ihn gepackt, ich schwöre dir, Real Talk. Hat den genommen und hat den Biss draußen vor Skudorf gezogen, Alter. Und wieso nur so, du weißt ja, wie es im Club ist, ne? Dann schlägt sich jeder mit dem und Massenpanik und so. Digga, Big Cell hätte mir fast Dings, Alter. Aber lief gut. Als ich damals, als die Fitner war, ich meinen Vertrag rausgeholt habe, dachte ich auch nur an, hoffentlich sagt Musa nichts. Großer Typ. Musa schon immer Dings, immer ja. an Point. Der hat mir auch bei dieser Arafat-Geschichte, hat der Tür zugehalten, dann haben die mich nicht bekommen. Gott sei Dank. War schon immer cool. Hat sich alles zu einer ganz anderen Situation jetzt gewandelt, ein paar Jahre später. Was ist denn jetzt aktuell eigentlich mit dieser ganzen Anzeigengeschichte und was du letztes Mal bemängelt hast, da wo ich auch unter deinem Post geschrieben habe, komm doch mal zum Real Talk und ja, so. Ja, ja. Da ist ja schon wieder ganz komisches Zeug bei dem der Presse am Laufen. Ja, ja. Also eigentlich. Ja, Flizzy über den Knast, Baby. Free Flair, Baby. Das basiert. Kann man das ernst nehmen jetzt? Sag es dein Fernseher. Egal, was passiert. Ich will jetzt nicht vor der Kamera sagen, ist alles voll locker und scheiß auf die Justiz oder ich nehme die Justiz nicht ernst. Oder das Problem ist halt wirklich, dass der Grund, warum es jetzt so einen Fokus auf mich gibt und warum da einige Sachen zusammengekommen sind, ist schwer, den Leuten das so zu erzählen, dass es nicht rüberkommt wie eine Verschwörungstheorie, weil meistens ist es immer so, wenn Leute sagen, ey, die Polizei zeigt mich an oder Leute zeigen mich an und ich habe Probleme mit der Justiz, dann ich bin unschuldig, ich kann nichts dafür. So ist es ja nicht, aber es ist natürlich bei mir ein Zusammenspiel zwischen, dass ich mich in der Öffentlichkeit irgendwie da zu diesem Bushido-Fall geäußert habe, mich zu Arafat Abu Chaker so ein bisschen bekannt habe, gesagt habe, dass der halt gerade bei diesem speziellen Thema meiner Meinung nach jetzt nicht so der Böse ist. Dann geht es ganz schnell, dass dann sozusagen die Staatsanwaltschaft für OK, für organisierte Kriminalität, kennst du, ja? Die sind dann ganz schnell auf dem Plan, die ermitteln dann gegen dich, dann gibt es einen Staatsanwalt, Kloyd, so. Und der war dann sozusagen auch derjenige, der einen Haftbefehl damals veranlasst hat, wo ich mich mit diesen RTL-Reportern angelegt habe. Wenn man Kloyd keine streut. Genau. Also anhand von dieser Geschichte kann ich sehr gut erklären, wie sozusagen so Medien, Justiz, Rapper in der Öffentlichkeit, wie das alles eine gefährliche Mischung ist. Die Story kennen, glaube ich, viele. So, da gab es dann, ich war mit meiner Freundin da irgendwie am Kudamm, ne? Da kamen dann die RTL-Reporter, weil die mich interviewen wollten oder die wollten mich vorführen. Kennst du ja dieses Kamera in die Fresse. Und wollten mich zu dem Thema befragen, Rapper,
Flair, der Rapper, beleidigt eine andere Olle bei Instagram und die wiederum hat mich angegangen aufgrund dieser Unhate Woman Kampagne. Und dann war die bei Stern TV auf einmal, hat sich da hingesetzt und hat gesagt, der Flair hat mich beleidigt. Also voll absurd. Das war schon alles absurd ohne Ende. Und dann ging es aber noch los, dass sozusagen, als die Reporter mich dann sozusagen interviewen wollten, am Kudamm habe ich denen gesagt, nee, gibt's nicht, Kamera runtergedrückt und nochmal Kamera runtergedrückt und irgendwann ging die Schlägerei los mit den zwei Kameratypen. Was ja auch okay ist. Also da kann man auch sagen, ey, da kann man als Rapper kann man cooler reagieren. Ja, so. Die Frau, wie gesagt, wurde gar nicht, die war abseits. Und dann ging es halt darum, dass ich diese Kamera kaputt gemacht habe. Aber diese Kamera, die diese Reporter haben, ist ein richtiger Kühlschrank. Ist nicht wie bei uns, diese Kameras, die wir kennen, wo wir wissen, wo die Chipkarte ist, sondern es ist so eine große Kamera. Ich habe die 6x7 am Kudamm auf den Boden gehauen und habe diese Speicherkarte nicht rausbekommen. Und was mich halt gestresst hat, ist, dass sie da meine Freundin gefilmt haben. So, das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe die Kamera mitgenommen. So, wir sind weggefahren. Bam, 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 die ist das Pipapo. Ich gehe. Da der Raub. So, jetzt wird's tricky. Ist so. Blöd. Ich mach die Kamera kaputt, hol dieses Speichermedium raus, mach dieses Speichermedium kaputt und bring sogar die Kamera zum LKA. Weil wir kennen ja alle Tempelhof, das LKA, Rocker-Dezernat. So, ich rufe da an, hier ist der Flair, die kennen mich. Die machen mir auch jede Woche eine Gefährdungsansprache, sagen, Hells Angels wollen mich ermorden oder sagen, ich bin jemand, ich will jemanden ermorden. So, die kommen halt alle 2-3 Wochen vorbei. Also sind sie früher. Jetzt ist ja, Gott sei Dank, brauchen wir mit denen nicht mehr reden. Und aus diesem ganzen Szenario, was eigentlich ganz klar war, ist, dass es eine Auseinandersetzung gab, wo danach eine Kamera mitgenommen wurde, kommt jetzt der Staatsanwalt und sagt, dass es ein Raub ist. Ja. Raub bedeutet, ich greife dich an, um dir dann was wegzunehmen. Also nimmt dieses Szenario, dreht das um und macht aus einer vielleicht gegenseitigen Körperverletzung und Sachbeschädigung einen Raub. Was passiert bei Raub? U-Haft. Weil die Strafe größer ist als bei einer Sachbeschädigung. Free Boogie Style, war das Gleiche. Genau, was machen die? Die holen mich ab, irgendwann, bla, bringen mich nach Moabit. Welche Ermittler? Die den Bushido-Fall machen. Bring mich sozusagen nach Tempelhof, da, bla, bla, bla. Und dann auf einmal ganz schnell von Haftrichter. So, und dann habe ich natürlich dann gleich. Ich will mal wissen, Zeit, wie lange warst du? Ein Tag oder ging es dann in 5 Stunden? Oder Nein. Also vom Haftrichter, aber nicht vom Haftrichter, aber wie lange ich in der U-Haft war? Ja, wie lange warst du U-Haft? Tage oder Stunden? Ein Tag, Gott sei Dank. Tag. Weil der nächste Haftprüfungstermin wäre ja 2 Wochen später gewesen. Kennst du diese Filme? Genau, das heißt, ich komme dann da auch super schnell, ne? Verhaftet, Tempelhof, du musst Moabit vom Haftrichter. Ja, alles klar, bam hin. Aber noch Anwalt Bescheid gesagt, so. Und irgendwann kommt halt eine Vertretung von meinem Anwalt, weil mein Anwalt nicht aus Berlin kommt, kommt halt dann sozusagen in die U-Haft, kommt dann da in diese Vernehmungszelle und sagt mir halt, ey, die sagen, dass es ein Raub war. Wenn wir jetzt gleich vor den Haftrichter gehen, geht es eigentlich nur darum, dass die dir unterstellen, du hättest eine Kamera geklaut, weil du ja unbedingt eine Kamera brauchst. Hurensöhne. So eklig halt. Ich so, hä? Es ging darum, die haben mein... Weißt du, ich hab die Scheiße erzählt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich erzähle es oben beim Haftrichter, der Haftrichter entlässt mich. Aber jetzt kommt's. Ich leg dagegen Einspruch ein, mein Anwalt... sozusagen will vom Kammergericht sozusagen... Berufung. Nee, Berufung ist, weil der Haftrichter sagt, es ist kein Raub. Tschüss. So, jetzt gibt es halt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung. Aber im Nachhinein haben wir vom Kammergericht den Beschluss bekommen, oder wie man es nennt, das Urteil bekommen, dass diese ganze Aktion von denen rechtswidrig war. Also das ist jetzt nicht von mir gesagt, yo, ey, die Bullen sind nicht korrekt, sondern das Kammergericht hat dem Landgericht, ist Landgericht Moabit, ne? Hat gesagt, rechtswidrig, Staatsanwalt rechtswidrig, Ermittlungen, was sie dargestellt haben, war nicht authentisch. Die ganze Nummer ist Blödsinn gewesen. So und diese eine Sache jetzt, habe ich jetzt einen Fall erzählt, ist eine Sache von diesen 20 Sachen, was sie dann in der Bild-Zeitung berichtet haben, dass ich bald ins Gefängnis komme. So. 2 Jahre. 2 Jahre. So. 5 Anzeigen von diesen 20 Sachen sind Fahren ohne Führerschein. Ich kann euch da auch erzählen, wenn ihr wollt, ausführlich. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt Bock haben. Aber nur nochmal zum, vielleicht ist es wichtig, keine Ahnung. 2 Jahre lang, also ich erzähle euch jetzt die einzelnen Sachen, was da passiert ist, also behördlich. Und dann kann ich gerne meine Meinung dazu sagen, was das große Ganze dahinter ist. Schieß los, Baby. Erstmal nochmal im Einzelnen diese Führerscheingeschichte. Da war es so, Führerschein wurde mir irgendwann mal abgenommen, zu viele Punkte, so wie bei uns allen, ja, so. Und irgendwann wirst du nach 6 Monaten, kannst du ja MPU wieder machen. Nach 6 Monaten hast du das Recht, dass du einen Antrag zur Neuerteilung beantragen kannst. Und dann darfst du die MPU machen. Ist in Deutschland nach 6 Monaten Gesetz. So. Weißt du, wie lange die bei mir gebraucht haben?
2,5 Jahre. Bis die Führerscheinbehörde erstmal gesagt hat, er darf MPU machen. Ich so, alles klar, 2,5 Jahre lang nicht gefahren. Dann, ich mache die MPU, bestehe die MPU und bringe meine bestandene MPU zur Führerscheinbehörde. Normalerweise kriegst du den Führerschein. Ja. Der liegt in der Akte. Was sagt mir die Frau? Ich muss das erst prüfen. Der MPU-Prüfer hat mich geprüft. Warum wollen Sie jetzt nochmal prüfen? Nein, ich muss prüfen. Die macht extra Filme auf mich. So. Irgendwann, ein halbes Jahr davor, gab es bei mir einen SEK-Einsatz wegen Verdacht auf Sachbeschädigung. Wegen diesem dieser Boy-Video. Kennst du wegen dieses, was, dieser, bitte? Kennst du dieses dieser Boy-Video von mir? Dieser Boy, wo Graffiti und so. Ja. Auf da habe ich mich doch so geärgert, dass die bei dir einreiten. Das hatte ich mal angesprochen, eine Frechheit, dass SEK die Tür eintritt wegen Graffiti. Genau, so. Und diese Ermittlerin, jetzt kommt's, deswegen sind sie sehr verstrickt alles. Diese Ermittlerin, Frau Takac heißt die, ist da mit SEK eingeritten wegen Sachbeschädigung. Keine Grüße. In derselben Akte ist außerdem, ich weiß nicht, warum sie das zusammengelegt haben, noch eine Anzeige, wo die Nachbarin von meiner damaligen Freundin, ja, mich angezeigt hat. Da gab es einen Nachbarschaftsstreit. Die geht zu meiner Freundin, macht sie an wegen unserem Hund. Ich gehe zu ihr und sage, halt deine Schnauze, ich werde angezeigt. So. In dieser Anzeige erzählt die Nachbarin, ich wäre aus dem Auto ausgestiegen. Dieses Szenario, diese Anzeige, die liegt jetzt mit in der Akte drin von dem SEK-Einsatz von der Sachbeschädigung. Legen die mit rein. So, jetzt kommt's. Diese Ermittlerin von der Graffiti-Soko, die eigentlich bei mir kommt wegen Graffiti, packt das mit in diese Akte und liest in dieser Anzeige von der Nachbarin, dass ich bei diesem Streit aus dem Auto ausgestiegen sein soll, ein Jahr zuvor. Also wir sind jetzt hier, MPU habe ich abgegeben, so, und dieses Szenario ist ein Jahr zuvor, soll ich aus dem Auto ausgestiegen sein. Was macht sie? Ah, denkt, du hast fahren ohne Führerschein. In dem Augenblick, aber in dem Augenblick, wo ich nach 2,5 Jahren endlich meine bestandene MPU abgebe, ruft diese Frau Takac bei der Führerscheinbehörde an und sagt, hier ist Verdacht ohne Führerschein. Ein Jahr zuvor, weil sie was gelesen hat in einer Anzeige. Ja. So. Was ja auch okay ist, die sind Ermittler, vielleicht dürfen die das, aber mich informiert keiner. Mir sagt nicht die Führerscheinbehörde, ja, wir haben hier Verdacht auf Fahren ohne Führerschein, sondern die sagen, wir prüfen das, sie dürfen dann wieder fahren, wenn wir sie informieren. So in einer Woche. Jetzt kommt's. Ich fahre nicht nur eine Woche nicht, sondern ich fahre 4 Wochen nicht, weil wir in Spanien sind. Ich komme wieder nach Deutschland, 4 Wochen lang, keiner informiert mich und ich habe sogar einen Zettel im Briefkasten, wo steht, sie dürfen ihren Führerschein abholen. Kennst du diesen Zettel? So, ich denke mir, Jackpot, ich habe meinen Zettel. Die meinte zu mir, fahren Sie nicht gleich nach einer Woche. Ich habe 4 Wochen gewartet, ich fahre jetzt wieder. Ich bin behindert. Ich denke mir, wer will mich jetzt noch ficken? Ich bin 2,5 Jahre lang, habe ich auf meine MPU gewartet, hin und her. Was passiert? Ich habe den Zettel und ich denke, ich kann fahren. Ich fahre mit Beko, Kudamm. Wir fahren und am Kudamm, wenn du mit einer S-Klasse fährst und mit Beko. AMG und mit Beko, dann kommen die Bullen. Der Bulle sagt, Führerschein. Ich habe keinen Führerschein, aber hier, ich darf abholen. Also kein Problem, dann holen sie mal schnell und dann reichen sie dir nach. Irgendwie sowas. Bleibt auch voll cool. Aber ab dem Augenblick merke ich zum ersten Mal, ich bin trotz bestandener MPU, trotz Abgabe der MPU, trotz, dass die Frau mir sagt, nach einer Woche kannst du wieder fahren, trotz nach einem Monat nicht fahren, nicht mal eingetragen in dem Register. Und da merke ich zum ersten Mal, okay, der Bulle sieht nicht, dass ich einen Führerschein habe. So, ich denke mir aber, scheiße, ich bin trotzig, ich bin sauer. 2,5 Jahre lang habe ich meine physische Welt, ich fahre weiter. Einen Tag später kommt diese Fanboy-Geschichte. So, in der Zeit aber auch, muss man jetzt sagen, da bin ich ja dann auch lange Zeit als Beifahrer gewesen, sind wir bestimmt schon, wenn wir von Billy Wilder Promenade zu nach Wannsee, wo meine zweite Mietwohnung war, bestimmt schon 10-mal observiert worden. Gefährdenansprachen, die wollen dich umbringen, warum bist du mit Arafat Abushaka, blablabla. Also ich wurde bei dieser Fanboy-Geschichte, war das in diesem ganzen Geschehen mit den Burn trotzdem bestimmt das 10. Mal, dass ich eine Führerscheinkontrolle hatte. Und diese Typen, die mich rausgeholt haben an diesem Tag, die haben mich erkannt. Ich will damit sagen, die sind an mir vorbeigefahren, sehen mich und machen U-Turn. Es ist keine Polizeikontrolle, es ist nicht Nummernschild abgefragt oder alle werden gerade angehalten und die fahren an uns vorbei. Ich bin mit meiner Freundin, U-Turn und dann geht dieses Szenario los. Ich krieg mein Raster. Alter, das 11. Mal jetzt rausgeholt und schon, weißt du so, diese Filme. Und Frau ist dabei. Frau ist dabei und Sonntag, ich chill, wir wollen essen gehen. Wann Sonntag ist Bonktag, was soll das? Ja, wann gehe ich auch mal essen, weißt du, so, da hast du mal einen entspannten Tag. So. Jetzt nehmen die halt Kudamm an, fahren ohne Führerschein, Fanboy, Geschichte und ich bin am nächsten Tag nochmal. Das sind jetzt 4-5 Mal fahren ohne Führerschein, das sind 5 Anzeigen. Dann nimmst du noch die RTL-Geschichte, da zeigen sie mich an wegen 2 Sachen. Dann hat Bushido mich 3-mal angezeigt, wegen No Name, wegen dem Song.
Dann hat mich noch ein Julian Zietlow, ein Personal Trainer, angezeigt. Wer ist Julian Zietlow? Auf den Namen stoßt man immer wieder. Naja, musst du aber, wenn die Kameras aus sind, der zeigt gerne an. Anzeige so, ich will aber sagen, ein Reporter schreibt einen reißerischen Artikel über mich und ich klinge bei dem vor der Haustür. Du weißt, wie wir sind. Ich will ihn zur Rede stellen. Auch Anzeige. Das sind die 20 Anzeigen. Also dann, Flair. 2 Jahre in die Knast. Flair, dann müsste ich, ganz ehrlich, ich freue mich, das zu hören, weil ich mache mir immer Sorgen um die Atzen. Aber wenn jetzt bei dir vor über 2 Jahre gesprochen wird, bei mir war vor 3 Monaten SEK, ich glaube, dann geht es bei mir um 20 Jahre. Ja. Also das ist bei mir diese miesen 20 Anzeigen. Ich könnte jetzt noch 5 andere Geschichten erzählen. Vielleicht kommen wir in die Zelle, die also gleiche Flair. Und das ist alles losgegangen, seitdem ich zum ersten Mal in den Medien gesagt habe, Peter Rosberg von der Bild-Zeitung, Bushido und das LKA arbeiten zusammen, weil mir das ein Ermittler vom LKA auch genauso gesagt hat, weiß ich das. Und seitdem ich in den Medien, in der Öffentlichkeit sage, Arafat Abu-Shaka mag ein schlimmer Typ sein und hat viel Scheiße gebaut und hat seine Familie hat bestimmt viele kriminelle Sachen gemacht, von denen ich nichts, wo ich nicht dabei war, aber man kennt ja deren Ruf. So, aber bei diesem Bushido-Thema werde ich nicht da sitzen und zugucken, wie der sich jetzt als Opfer darstellt vor der Justiz, weil da Menschen sitzen, die nicht aus unserer Branche kommen, ja, und überhaupt nicht nachvollziehen können, was der gemacht hat. So, und seitdem ich das gemacht habe, und seitdem Bushido halt auch, das habe ich aus der Akte gesehen, E-Mails an die Staatsanwältin Leister schreibt und da wirklich Druck aufbaut. Versaute? Versaute E-Mails? Nee, guten Morgen. So halt kollegial reden hier miteinander. So, und deswegen, ich glaube halt, also es liegt auf der Hand, dass es tendenziell einfach darum geht, jetzt geht der Arafat Abu-Shaka Bushido-Prozess los und eine Woche bevor der Prozess losgeht, kommt der dieser Artikel. Also warum kommt der jetzt? Meine Anklagen, diese 20 Anklagen, von denen die reden, die wurden noch nicht mal zugelassen. Ja, ist auch sehr heavy, wenn man es liest in der Öffentlichkeit, das heißt, Bild, was da wirklich passiert ist. Ja, vor allem Bild ist sozusagen dieser Peter Rosberg, der ist Polizeireporter, also der arbeitet, der kriegt seine Informationen von der Polizei und hat auch seinen Podcast da, Sicherheit für die Ohren. Der wird das jetzt auch samplen und wieder reinpacken. Und mich hat er als Intro schon gepackt, weil ich sagte, der Bild-Podcast ist der größte Punkt-Punkt-Sohn-Podcast der Welt, haben sie uns als Intro genommen. Genau, die sind dann immer... Ich habe für immer Beef mit der Bild. Du weißt, 90er Jahre, wo sie mich da reingepackt haben, das ist der ewige Beef. Die sind super, immer sarkastisch und die können immer... und stellen immer so dumme rhetorische Fragen, leiten sich immer selber in den Interviews und du merkst, sehr konstruiert alles, geht nur um Bullen. Bullen sind immer am Recht, Bushido ist immer am Recht. Und die Großfamilien haben auch Schuld am schlechten Wetter. Ja. Also wie gesagt, bei dem zum Abschluss Arafat Abu-Shaka und dieses ganze Ding, mag sein, der hat 10 Sachen gemacht, die sind alle, sollen ihn verhaften. Das ist doch nicht mein Bier. Ich bin noch nicht deren Anwalt. Natürlich, man weiß, der ist mein Kumpel, aber ich habe jetzt nicht mit jedem aus der Familie was zu tun. Aber bei diesem Szenario habe ich mir die Akten durchgelesen. Ich wurde übrigens auch dann sozusagen angezeigt wegen angeblicher Verbreitung von Akten, also auch wieder aus der Ecke. Und das sind sozusagen, und da sage ich halt einfach, glaube ich halt nicht, dass sozusagen das mit rechten Dingen zugeht. Kammergericht hat schon mal beschlossen, dass es rechtswidrig war. Und deswegen finde ich es schon. Und dann ist mir alles sehr, sehr suspekt gerade. Flair ist Wikileaks. Flair Assange. Ja, die Akte Flair. Ja. Bei dem ein Thema gerne. Bei dem ein Arafat, du musst im Podcast kommen. Wir müssen reden. Ja, der will jetzt auch langsam. Ja. Der geht langsam in die Öffentlichkeit. Und warum hast du denn da eigentlich geschrieben gehabt, falls ich mich richtig erinnere, dass du dich so von den Hip-Hop-Medien so ein bisschen fallen gelassen hast? Gefühlt hast? Weil ich rede da speziell über hiphop.de, weil die ja mittlerweile voll Dings sind. Politisch korrekt und links, also die sind ja nicht mehr Hip-Hop-Medien, die sind ja politisch geworden. Wie kommt das zusammen für dich? Was meinst du damit? Ja, das sind neue Leute in der Redaktion, die halt glauben, dass das wichtig für deren Seite ist. Und wer, dieser Aria oder was? Aria ist nur ein... Der ist ja schon länger mit dabei, aber der nimmt natürlich die Haltung mit an. Der arbeitet jetzt für Apple und dann, wenn du mit dem telefonierst, so, dann tun die mittlerweile, die haben jetzt einen neuen Film. Ich sag dir, welchen Film die jetzt machen. Hm. Wenn ich bei Roos und bei Aria anrufe, weißt du, was sie dann sagen? Habe ich nichts zu entscheiden, ist die Redaktion. Ja. Diese Redaktionsfilme. Sag ich auch immer. Mieses Unternehmen sind die jetzt. Weißt du, auch nur ein Schwanzbüro mit 6 Tischen, aber diese miese, keine Ahnung, Digga, die haben sich halt gedacht, dass sozusagen, die wollen, glaube ich, mehr ernst genommen werden, möchten renommierte Journalisten sein, diese Filme. Wer nicht? Also, keine Ahnung, was die da für einen Film machen. Man kann auch auf die verzichten. Oliver Marquardt war früher auch da, aber die kam ich immer klar. Das war Rap-D. Rap-D, ja. Ja, Rap-D hat aber auch diese Filme irgendwie so. Oliver Marquardt ist ja auch weg von Rap-D. Der ist jetzt hat sich der Kurs verändert. Ja, ja, der hat noch so ein bisschen die Waage gehalten. Der kam immer gut klar. Aber das, was ich halt immer mache, ist, ich treffe mich immer gern mit allen, quatsch mit allen, ob es jetzt Ken Jebsen ist, ob es jetzt Klaas Meyer-Heuer von Spiegel TV ist. MC Boogie. So, ich treffe mich mit den Leuten hinter den Kulissen, Quatsch, lerne die kennen. Und dann merkst du schon, ob Typen einfach eine Agenda haben, ob der Chef den sagt,
ob die Angst haben, ob die halt einfach dumm sind, gibt's auch. Und wie gesagt, und bei hiphop.de ist, glaube ich, Roos der Einzige, der so lange Zeit auch sich was getraut hat. Und jetzt mittlerweile finde ich es gefährlich. So, die Leute sind ängstlich, keiner hat Bock auf Shitstorm, keiner hat Bock mal darauf, sich zu verquatschen und dann 3 Wochen lang von irgendwelchen Leuten bedroht zu werden. Das verkraften nicht viele. Aber du meintest doch, dass dich irgendein Mainstream-Medium oder sowas nach deiner Meinung gefragt hat. Da konntest du dich äußern und hiphop.de oder andere Hiphop-Medien haben das nicht getan. Ja, FAZ, NZZ, FAZ und die Welt. Genau, das hattest du gepostet. Die sind so wenig, weil die haben auch, die besitzen auch die Intelligenz, weil die sind öfter in diesem Thema drin. Was will ein Hiphop.de-Typ so, der glaubt es, was die Bild schreibt und der rezitiert es dann und die rufen mich ja auch nicht an. Das ist ja das, also selbst egal auf welchem Niveau du bist, rap.de, hiphop.de, NZZ, Bild, dies, das, pipapo, wenn mir jemand den Respekt gibt und dann mit mir reden will, dann gebe ich dem dann mache ich mir die Mühe und versuche dem das zu erklären. Wenn er dann immer noch sagt, ich bin Arsch, dann kann ich ihn ja nicht bedrohen. Aber die meisten Journalisten, keine Ahnung, die dann halt irgendwas schreiben, die wollen halt eine coole Schlagzeile, die wollen halt reinkacken und dann ist es denen weiter egal. Und da knallt es dann halt oft, ne? Da macht man sich dann halt die Mühe, ruft die an, sagt, was ist los mit dir? Und wenn du dann halt auch wirklich merkst, dass einige Journalisten eine miese Agenda am Start haben, weil halt, man, wie gesagt, so die LKA-Typen haben es mir bestätigt, so, die sind dann, die haben selber die Faxendicke. Viele haben selber die Faxendicke, dass sie sagen, was soll das da mit Bushido und dass die Berliner Polizei, der große Teil der Berliner Polizei kommt mit der Öffentlichkeitsarbeit nicht klar. Darum ja dieses, da geht dieses Video von mir viral, die zeigen mich an und sagen, ich hab's verbreitet. Ich hab's gar nicht verbreitet. Das Fanboy-Ding. Ich hab's 2 Leuten geschickt, ich will den Namen nicht sagen, und ein Schwanz hat's weitergegeben. Kenne ich von meinem Kumpel. Und was ist passiert? Bild.de hat's doch hochgebracht auf 400.000 Klicks. Also ich hab's ja nicht bei YouTube hochgeladen. So. Und dann kommt natürlich dieser Profilierungsdrang von der Berliner Polizei neuerdings. Und dann gibt's Twitter-Account von Berliner Polizei und die zitieren Bushido-Lines, um mich zu dissen. Weißt du, Leute? Und dann gibt's Anzeigen, wie ich observiert werde, einen Tag bevor ich verhaftet wurde. Wegen dieser angeblichen Raubsache. Ich habe sie 2 Wochen observiert. Da fahren die Bullen in den Gegenverkehr, stehen neben meiner Frau an der Ampel und gucken böse. Und eine Woche später machen sie mir noch Gefährdenansprache. Ey, pass auf, dich wollen Leute umbringen. Ja. Und ich bin natürlich nachts, wenn ich mit meiner Frau fahre, gucke ich natürlich wie ein, bin ich gereizt, also bin ich wachsam. Die fahren, halten neben uns an der Ampel, aber stehen im Gegenverkehr, gucken böse. Ich gucke rüber, ich sage, was guckt ihr so behindert? Wer seid ihr denn? Die sagen nicht Polizei, sind Zivis. Ja. Dann, nächste Ampel, die halten vor uns, wir halten hinter denen, ich steige aus. Rechts, geh an die Ampel, guck. Ich sag, wer seid ihr? Was wollt ihr? Die gucken weiter, blöde. Dann nächste Ampel, die halten, genau, du weißt, Teltowdamm an der großen Kreuzung, ja. Mhm. Halten, ist nachts leer, halten, aber halten nicht vorne, sondern halten so 2 Autos weiter hinten, dass wenn du an die Ampel fährst, du wieder neben denen stehst oder vor denen. Irgendwann dann, Alter, wir stehen neben denen, die halten wieder, provozieren wieder, ich mach Fenster runter, ich sag, wenn ihr Bullen seid, dann zeigt euch, macht euch doch mal erkenntlich. Zeigt dem mir Ficker. Ich sag, du Schwanz, immer so, bin ich ausgetickt, krieg ich Anzeige. Ich habe letztes Mal sich so also, angeschrieben. Auch eine von den 20 Anzeigen. Also müssen sie sich nicht so Erkenntnis geben? Natürlich, aber die zeigen das mal. Ich hab sie so angeschrien, vor 3 Monaten. Das hört sich an wie so ein Drive-By. Es ist aber so, vor 3 Monaten habe ich geschrien, Freunde. Ich habe gesagt, ihr Idioten, hätte ich eine Schafe gehabt, hätte ich auf euch geballert, sage ich. Ich dachte, erst sind Rocker oder Habibis. Ja, die haben, und wie die auch aussagen, ganz oft, ey, und du kannst es nicht abchecken und jeder ist deiner Situation erstmal. Vor allen Dingen, ich habe echt nichts gemacht. Ich wusste nicht, um was es geht. Die habe ich 2 Wochen observiert und ich habe die angeschrieben, meinte, ey, hättet ihr gesagt, dass ihr Bullen seid, Mann. Sagt, dass ihr Bullen seid. Wenn die Staatsanwaltschaft, also wenn eine Staatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität einseitig ermittelt, und das tun sie gerade bei dem Arafat-Ding, das behaupte ich jetzt einfach, die Polizei einseitig ermittelt, die Medien einseitig berichten und dann kommt so ein Schwanz wie ich und denkt, ich mache jetzt hier auf Pressesprecher für Abu Shaka. Das war der Clou von Bushido, wie er die Medien aktiviert. Er hat perfekt richtig, die Bild richtig, inszeniert, richtig. Perfekt inszeniert zum Wechsel. Da könnte Boogie noch 10 Bonköpfe kiffen, ja. Er würde das trotzdem merken. Aber sagen wir mal, es ist so. Weißt du, meine so? Aber die tun so, als ich wenn ich will das gar nicht sehen, deswegen rauche ich Bon, ja. Wegen der Bild und Bushido. Sagen wir mal, es ist so, wie kommst, also was, wie würdest du dir denn erklären, warum jetzt Bushido und Bild zusammen Hand in Hand gehen? Na, ist ganz einfach. Angriff auf Großfamilien. Ist ganz einfach. Also, die Bild ist sowieso, Julian Reichelt ist der neue Bildchef. Der ist tendenziell gegen Islam. Daraus macht er kein Geheimnis. Gegen arabische Großfamilien. Das ist so die neue Agenda. Das ist so. Deswegen hast du. Betrifft mich ja nicht, aber die machen, das ist schon mal klar. Und immer pro Polizei.
Nicht so neu wahrscheinlich, aber okay. Ja, aber nochmal verhärtet. So. Aber jetzt ist ja okay. So. Aber für Bushido war von vornherein klar, dass wenn er nicht die Öffentlichkeit auf sich zieht mit Pressearbeit, mit einer Doku, die er mit der Bild plant. Die waren bei mir oben, ich habe die weggeschickt. Dann weiß er, guck mal, er weiß doch ganz genau, dass die Staatsanwälte, die Richter, die Politik, die geht nach der Öffentlichkeit. Die geht daran, dass sozusagen die Medien, zum Beispiel wenn Peter Rosberg sozusagen berichtet, dann geht er zu einem Polizisten und fragt den. Das heißt, es geht ja nicht darum, ob die Bild mit der Polizei arbeitet, sondern ob die Polizei mit der Bild arbeitet. Und ein Reporter freut sich doch natürlich, dass er Informationen bekommt. Versteht ihr, was ich meine? So? Mhm. So, das heißt, die Polizei hat ganz schnell erkannt, dass sie Öffentlichkeitsarbeit betreiben muss und dass sie die neuen Rocker sind. Sie sind der neue Rücken. Die haben gemerkt, die Hip-Hop-Branche, es geht ja nicht um Milieu, es geht ja nicht um Arafat Abu Shaka, weil er arabische Großfamilie alleine ist. Es geht ja auch um Hip-Hop. Es geht ja um dieses, die hören da Kapital und der und der und der verkauft Millionen und die Bullen werden gedisst und Fanboy und du Wichser und die scheiß Bullen. Und die Bullen sind auch 20-jährige Typen mit irgendwelchen gelen Frisuren. Auf Koks, mit Knarren. Sichere Weste und die wollen auch cool sein. Das ist eigentlich, das, die wollen alle cool sein. Die wollen alle Fame. Der Staatsanwalt, die Staatsanwälte sagen, ich habe Arafat gefickt. Dann kommt irgendwann ein Bushido, der Gangster-Rapper, ja, der Gangster-Rapper und redet offen darüber und haut raus. Zur Hölle mit ihm. Und jetzt kommt's ja. Dann fangen die an zu ermitteln, dann fangen die an und dann denken die, okay, jetzt haben die den Megaprozess. Und jetzt stell dir vor, irgendwann auf diesem Weg haben die gemerkt, okay, irgendwas ist da scheiße und wir können jetzt aber keinen Rückzieher mehr machen, weil sonst blamieren wir uns. Wenn es am Ende in diesem Prozess nur darum geht, dass ich dir eine halbvolle Glasflasche... Ja. So. Die haben mich so in die Moschee geprügelt. Oder meinetwegen auch einen Stuhl. So, aber ich habe meine Infos, die sind heilsam. Oder in der Akte steht halt auch an diesem Tag, es geht ja um diesen Tattag, wo sie eingeschüchtert haben sollen, Tür abgeschlossen. Wow. Ey, ich habe aber das Krasseste. So, wenn du die, allein wenn du jetzt als Außenstehender die Tragweite der Berichterstattung und die Tragweite der Presse nimmst und das ist dann der Sachverhalt von diesem einen Tag. Plastikflasche, oh. Und dann kommt noch so ein scheiß Flair, der die ganze Zeit von der Seite reinstresst. Ah, Bushido geht zu Rosberg mit Bild. Dann gehe ich zur NZZ. Aber der dann gehe ich zu die Welt. Dann mache ich das Thema groß. Die denken ja, die Polizei denkt ja, die können krassere Pressearbeit machen als wir. Wie viele Klicks wird das jetzt hier haben? Also du bist aber wirklich auch der Meinung dann also, dass das, was du jetzt gerade ausbadest quasi, dass deine Verbindung zu einer Familie, zu einem Clan, was auch immer, der den Islam repräsentiert. Und das ist deren großes Problem, weil die anti-islamisch sind. Das ist so der Rattenschwanz dahinter, sagst du, ja? Nee. Ich sag nur darum, das ist tendenziell schon, weil du mich fragst, ey, was sind deren Motive oder wie sind die Tendenzen? Für die, also die Bild-Zeitung macht keinen Unterschied zwischen, ist der Typ generell ein Krimineller oder ist die eine Tat kriminell? Das ist ja Rechtsstaat. Das große Problem, was die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Medien gerade machen, ist, dass wenn du diesen Ruf hast, dass du ein Drogendealer bist, dann hast du immer die Drogen gedealt. Mhm. Aber Rechtsstaat bedeutet, was ist an diesem Tag passiert? Was lügt dieser Typ und ist es die Wahrheit? Oder macht er nur eine Show, gerade weil Bushido weiß, dass Arafat diesen Ruf hat? Und ich glaube, Freunde, das Heißeste, was demnächst rauskommt, wird dieser Film sein. Weil ich war noch, als er mit Ashraf war und so, war ich ja mit Ashraf und so da in der Villa, sollte ja 100% das Album nehmen, schon 1000-mal erzählt. Dann hat er sein Wort nicht gehalten. Ich war erst voll naiv, dachte, vielleicht hat sich Bushido geändert. Über meinen Sohn haben wir uns kennengelernt, über die Kinder. Und dann aber auch, dann ging das schon nicht. Und dann hat der Arzt gesagt, komm, mach doch mal und so für den Film und so. Ein Interview mit Bushido. Kam Bushido zu mir, aber Bushido kam nicht mit. Und ich hatte mein Blackbook rausgeholt, die Bonschuhe geputzt, dachte über Hip-Hop. Und dann kamen die Fragen. Der böse Abu Shaka Clan. Was siehst du als, Flair ganz kurz, was siehst du bei Bushido als Vorbild? Was macht ihn zum Held aus? Es waren so Fragen, ich saß dann irgendwann nach 20 Minuten, habe ich die Arzt rausgeschmissen. Das war ganz krass. Also es geht einfach nur darum, ey, wenn wir in unserer Szene, wir kennen uns aus. Natürlich, wenn ich meine schlechten Erfahrungen mit jemandem gemacht habe, natürlich könnte ich dann einfach sagen, ja, der war damals so, der wird immer so sein, immer. Aber das ist nicht Rechtsstaat. Und sogar ich treffe mich dann mit den Leuten, sag, guck mal, damals hat's geknallt zwischen uns, erzähl mal, bla bla bla, hin und her, man entschuldigt sich, okay, alles klar. Über uns? Ja, so. Und der Rechtsstaat, dass der so funktioniert, und ich merke es ja jetzt auch am eigenen Leib, und ich bin auch nicht mit der Familie, also ich mache mit der Familie keine Geschäfte. Es gab einmal eine Zeit, wo ich Geschäfte mit Abu Shaka gemacht habe, das war mit Bushido, weil er das wollte, so. Weil er mit ihm Geschäftspartner war. Sondern ansonsten habe ich mit denen keine wirtschaftlichen Interessen, sondern
ich finde, Arafat ist ein cooler Typ, der findet, dass ich ein cooler Typ bin, wir treffen uns ab und zu. Was der privat oder was der im Business macht, kriege ich gar nicht mit, weiß ich nicht so. Und gibt auch gutes Fleisch, da habe ich gehört. Wurde öfter mal eingeladen, soll sehr gut sein. Sehr gut. Papa ja, Ari. Aber Papa ist jetzt zu, der Shisha war. Ah. Und ich will nur damit sagen, und mein Business geht denen auch nichts an, so. Also dieses, diese, immer dieses, ey Mann, er verdient mit und er macht das. Und die Leute, sollen, die Leute sind ja behindert. Ich freue auch, wie sie ihn verkaufen, als den Typen, der den armen Gemüsehändler die Glocke an den Kopf hält. Ja, ja. Der hat ihn ja geholt und er hat ja jahrzehntelang allen die Pistole auf die Brust gedrückt. Richtig. Und sich dadurch bereichert. Und dann ist nur das Gemeine, man kann ihn halt nur überspringen. Und das, wenn Coole, und das Coole ist gerade, der Richter will das alles hören. Also die, vielleicht gibt es da eine Änderung. Ich kriege ja Feedback, also ein bisschen, so macht es ja die Runde, was im Gerichtsprozess passiert. Und der Richter sagt, ich will mir ein Bild machen über alles. Und wir laden jetzt alle vor. 2003 bis 2020, was war bei Agro Berlin? Du wolltest Bilal Abu Shaka heißen. So, und dann laden sie mich vor. Wie haben sie denn ihren, woher kennen sie den? Der war mein bester Freund, so hin und her. Dann laden sie vielleicht dich vor. Dann sitzt er und sagt, ja, der hat damals schon probiert. Und dann können doch gerne alle Rapper erzählen, wer der Böse war die 20 Jahre. Ob es Bushido war oder ob es Arafat war. Oder ob es beide waren. Oder Blame It On A Boogie. Oder Blame It On A Boogie. Verstehst du, was ich meine? Und dieses und das und das wollte er mit den Medien bewirken. Er wollte schon den Eindruck erwecken, zum Beispiel der Typ denkt ja auch, wir sind alle vergesslich. Oder wenn du im Zeugenstand bist, dann erinnerst du dich nur an die letzten 3 Jahre so. Er wollte von Anfang an den Eindruck erwecken, als wenn er das Opfer ist, mhm. Und alle und wollte das immer wieder verkaufen, immer wieder berichten. Und du kennst, weißt du, was Propaganda ist? Wenn du 20 Mal liest, Alter, dass Bushido der Arme ist, der ja dazu gezwungen wurde, seine Mutter islamisch zu bestatten? Ja. Ist der behindert? Ey, der wollte. Schwarz, wir waren dabei, Dicker. 1000 Geschichten. Was sind meine Stichverletzungen gegen seine PET-Flaschen, die an seinen Kopf geflogen sind? Ja, ja. Also, wenn du jetzt realistisch, nicht parteiisch oder nach dem Herzen, sondern nach der Birne, wenn du jetzt eine Prognose herstellen wollen würdest, würdest du sagen, der Gerichtstermin wird zu seinem Gunsten ausfallen? Wer wird die Verhandlung gewinnen, glaubst du? Es sind ja mehrere Anklagen und es gibt Anklagepunkte, da wird Arafat 100% schuldig gesprochen, aber es sind so kleine Sachen, wie Aufnehmen von Leuten. So, aber eine große, miese Anklage und den jetzt wegsperren und so, was gibt's nicht? Ja, es kamen ja auch ganz viele Aussagen von der Babymama von einem seiner Brüder, die war schon auf der Flucht in Skandinavien. Da sage ich immer, wenn man meine Babymama nach mich fragt, kommt da auch nur Scheiße raus. Das ist ganz dubios. Also die Geschichte mit der auch mit der U-Haft ist sehr umstritten, ob das überhaupt ein Recht dazu gab. Und das war ja, und so diese Geschichte da mit Yasser und seiner Frau und so, mit dem habe ich gar keinen Kontakt, da kann ich gar nicht mitreden. Mhm. Aber das hat er dieses ganze Spiel oder diese ganze Berichterstattung von Spiegel TV erst so extrem gemacht. Ja. Boah, die wollen Frauen entführen mit Säureangriffen. Ja. Wow. Bro, und also, ich halte davon nichts. Das ist aber was Persönliches, klar, mein persönlicher Eindruck ist, ich glaube das nicht. Ist genauso, wie du sagst, zwischen Mann und Frau, was da abgeht, Dicker. Ich will auch meiner Frau den Kopf abschneiden, wenn sie, also weißt du, man sagt das oder man, die Emotionen kochen am meisten hoch, wenn du bei Frau, Mann und Frau, Dicker, was hast du schon alles? Oh. Egal. Ein Kapitel für dich. So, und ich will damit sagen, was hat jetzt Arafat damit zu tun und seine Familie und seine Brüder? Die vermischen das gerne, um dann in der Öffentlichkeit genau diese Scheiße rauszuholen und das. Läuft ja auch zeitgleich mit. Ich will aber nicht, Dicker, ich bin jetzt nicht der Anwalt von allen anderen, will ich auch nochmal betonen. Also genauso wie du sagst, ne? Also ich bin nur bei diesem Arafat-Bushido-Thema mit drin und alles andere Milieu und arabische Großfamilie und so. Da sage ich ganz. Steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Richtig, und da ist doch was passiert. Ey, was ist los? Wir sind 20 Jahre lang Berlin Straße, haben wir alles mit. Natürlich passiert da. Ja. Aber erwischt denjenigen bei der Sache, wo du sagst, er ist auch wirklich schuldig. Ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte am liebsten beide mal hier. Auch Bushido. Ich find's auch nicht gut, dass er über ihn herzieht öfters. Ja, ganz ja persönliches Verhältnis. Ja, aber das ist halt so. Bei dir kann ich verstehen. Aber dir hat er nichts getan. Er hat nur sein Versprechen nicht gehalten. Guck mal, ich kann dir nur aber sagen. Aber warte mal. Es ist sehr, sehr unrealistisch. Es ist sehr, sehr unrealistisch, dass der Bruder hier sich reinsetzt. Ist mir bewusst. Aber man muss es ausgesprochen haben, damit es nicht aussieht, als wenn wir hier so eine unneutrale Plattform herstellen wollen. Es ist ganz, ganz offiziell und eindeutig. Ich sag dir ganz ehrlich, egal wer in diesem Stil gerne hierher kommen will, um zu sprechen, diese Tür ist offen. Klar. Die ist offen. Klar. Deswegen, du setzt dich hier hin, du hast ja mit der Sache zu tun. Du hast die Möglichkeit, deine Perspektive auch mal hier den Leuten zu sagen. Mein Grundmut, also warum ich auch mit mir das rausnehmen kann, überhaupt darüber so ausführlich zu reden, ist, Bushido hat den Auftrag gegeben, mich abstechen zu lassen. Also Bushido hat Arafat und die Familie dazu beauftragt, mich umzubringen. Aber das ist jetzt diese alte Story, ne? Ja. Ja. Moment, ich will schon sagen, ich bin Leidtragender dadurch,
dass mein ehemaliger bester Freund mit mir eine Karriere hat, ein Rap-Beef startet und diesen Rap-Beef über eine arabische Großfamilie austragen möchte und das in Kauf nimmt, dass man mich umbringt. Aber warte mal, war das vor oder eurem Zusammenkommen wieder, wo ihr euch vertragen habt? Vor unserem Zusammenkommen. Aber danach habt ihr euch vertragen, habt ihr Album gemacht? Nein, wir haben uns nicht vertragen. Es war Business. Er hat auch sich nie dafür entschuldigt. Ah, okay. Also es war nie. Also hast du ihn immer noch übel genommen? So. Ja. Aber ich bin auch damals, sage ich auch offen und ehrlich, damals auch diese Zusammenarbeit wieder eingegangen, damit ich in Berlin wieder leben kann. Was ich euch vorhin erzählt hatte mit Agro Berlin. Ja. Wir kennen diese ganzen Konflikte auch nicht. Bro, ja, genau, wir sind dicker aber Krieg. Ich war oft wegen Bushido, hat da bei mir Scheiße auch mit Dings gemacht. Rumgelaufen. Knarre und so. Das war der alte Beef-Baby, der hat's mega ausgenutzt. Ja, aber auch. Ihr habt euch vertragen, er sollte dein Album rausbringen. Ja, hat er nicht gemacht. Aber viel später. Aber er redet jetzt von vor 3 Jahren, ich rede von vor 2009. Ja, alte Story. Genau, also ich will nur sagen, damals kam von ihm auch nicht so diese Empathie und dieses Entschuldigen kam gar nicht. Aber ich frag dich mal jetzt so, wirklich ernst gemeint. Sollte... Und jetzt sag nicht schon wieder, ich habe mich in ihn geirrt, ich rede nicht über dich. Sollte er jetzt neben dir jetzt sitzen, wirklich, und du hast den Eindruck, er meint es im Ernst, auch wenn es todesunrealistisch ist, wahrscheinlich in deiner Welt, und sagen, du, pass auf, wir haben viel mehr vielleicht gute Sachen erlebt, kennen uns lange und so weiter, lass uns einfach die Hand geben, scheiß mal drauf. Ich habe ein paar Fehler gemacht, vielleicht hast du ein paar Fehler gemacht, fuck it. Wie würdest du reagieren? Erstens würde ich sagen, okay, angenommen. Du würdest das eben nicht abnehmen wahrscheinlich, das wirst du jetzt sagen, oder? Es würde jetzt nochmal eine Stunde dauern, Dir zu erklären, was du weißt es, was ein Psychopath ist. Er kann es nicht. Darum würde ich es ihm nicht glauben. Nicht, weil er tricky ist, sondern ihm fehlt Empathie. Aber das wäre jetzt eine Stunde lang Psychologie, den Leuten erklären, was Psychologie ist. Nee, schon direkt verstanden. Aber du verstehst es, weil du bist ja ich da. Ich auch. Okay, Bombe. Das heißt, er kann es gar nicht. Er glaubt, er ist im Recht. Wenn er will, da siehst du Parallelen zwischen euch, meinst du? Wenn du jetzt aber, gehen wir davon aus, er könnte es. Und er würde kommen und er würde es mir sagen. Er würde es gar nicht sagen. Also er hat es noch nie gesagt. Deswegen weiß ich, er würde es niemals sagen. Nicht, weil ich jetzt daran nicht glaube. Und er so, würde sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt, um ihn zu sehen. Ich habe jetzt da keine Hoffnung in den Typen. Dann soll er aber auch in dem Prozess die Wahrheit sagen. Dann soll er da sitzen und das sagen. Das ist ja wieder was anderes. Er soll nur sagen, guck mal, mir geht es ja um Folgendes. Er soll sagen, ja, die haben mich am Ende bedroht. Mag sein. Die haben eine Art und Weise an den Tag gelegt, wo die bedrohlich war. Aber ich habe selber diese Art, diese Umgangsform für mich 15 Jahre lang ausgenutzt, um andere zu bedrohen. Okay, das wieder ein anderes Blatt Papier. Ich meinte nur zwischen euch. Nur das. Aber dann hast du. Er soll bei mir. Du hast deine Antwort mir gegeben. Er soll nicht dran. Nee, ich glaube nicht dran, aber selbst wenn es so sein könnte, dann soll er kommen. Aber er soll es öffentlich machen. Weil er wollte mich in der Öffentlichkeit demütigen. So, er hat mir wirtschaftlichen Schaden zugefügt. Er hat mir seelischen Schaden zugefügt. Er wollte mir körperlichen Schaden. Er wollte mich, wenn Yasser und Veysel jemanden abstechen, dann kennen wir Videos bei Spiegel TV, die stechen gut, die treffen. So, sind keine Opfer. Also, die können das wirklich so. Und wenn er das alles in Kauf genommen hat und so, dann soll er sich gerade machen. Kennst du das gerade? Ich weiß, ich würde dann genau definieren. Ich würde mir richtig Zeit nehmen, das zu definieren, was er mir geben muss, damit ich sage, okay, es ist verziehen. Aber da müsste ich richtig in mich gehen. Es würde richtig lange dauern. Ich wüsste, bei so einem Psychopathen geht es nur um Geld. Der müsste mir Geld geben. Du gibst mir 1 Million so für dieses eine Jahr, wo ich Kopfschmerzen hatte und kein Geld verdienen konnte. Machst du auf Arabisch jetzt gerade? Ja, ich schwöre dir, so wie die immer alle machen. Du gibst mir 1 Million, weil dann sehe ich, dass es dir ernst ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wird nicht passieren. Genau. Was ich ja viel mehr mit der ganzen Aktion zeigen möchte, ist, dass wir können uns streiten. Wir können uns anbrüllen. Wir können nicht derselben Meinung sein. Wir können uns auch draußen die Köpfe einschlagen. Nimmst du einmal in Kauf, dass du mit anderen Leuten, mit Rücken oder mit Leuten in Kauf nimmst, dass mir was passiert und wir sind aber eigentlich vom selben Schlag gewesen. Also du ziehst andere Leute mit rein, die nicht von unserem Sport waren. Das heißt, du spielst unfair, für meine Begriffe, wirst du es für den Rest deines Lebens bereuen. Weil ich werde mir das merken und dann siehst du doch jetzt, auch wenn ich nicht Rambo bin oder wenn ich nicht Dings bin, Pablo Escobar, Bro, ich lass mich gerne locker. Belasch und Bushido rein. Ich bin Dings, Alter. Ich stehe morgens auf und denke an diesen Menschen. Okay, also Bushido, Bruder, bring 1 Million, setzt euch hier hin und dann klären wir die Sache. Scheiß auf die Million, er wird niemals kommen. Dafür, dass du ihn rangeholt hast, er wird niemals kommen. Nimm nur die Hälfte. Ja, ist jetzt hypothetisch, ich würde gerne in die Welt reingucken. Ja. Halt, das ist das Ding. Ich will nur damit sagen, ich stehe so lange auf und denke an diesen Menschen, bis ich meine Genugtuung bekomme, dass er sozusagen nicht mit dieser intriganten Art weiterkommt. Ja, es ist jetzt ziemlich eindeutig, dass das halt auf jeden Fall eine ganz, ganz
kompliziert. Tiefe oder? Sache ist, die voll bei dir drin sitzt. Das ist jetzt voll nichts tief. Irgendwie Oberflächliches, ja. Ist schon klar. Ist jetzt ja, kein ja. Apache-Beef, weißt du, was ich meine? So, da geht es schon um mehr. Apache ist cool, ja. Apache. Apache ist cool? Ja, Apache hat sofort bei mir, hat mir sofort geschrieben. Ich habe seinen Manager angerufen, nachdem ich gehört habe, dass er mich gedisst hat. Ey, Apache hat dich gedisst? Ja, ja. Hat er das? Ja, ja, er hat geschrieben. Was ist da los? Gesungen, Kanaken mit Rollstuhlen? Er hat gesungen. Diese Peachline, meinst ja, du? Ja, ja, genau. Aber weißt du, dass die gegen dich war? Weißt du das jetzt? Ich bild mir das ein, dass. Ich kenne es bei Belasch-Texten, da denke ich mal, das ist. Für mich bin ich gemeint, ist mir scheißegal, ob er das jetzt. Macht er bei mir immer. Also, ist egal, ich hab also ist immer noch Vermutung, sagst du. Ich dachte, ihr habt geredet, vielleicht hat das. Wir haben noch nicht geredet, das habe ich heute erzählt. Dann habe ich Lukas Teuschner angerufen, ich meinte, guck mal, Peach ist schon ein bisschen viel. Ich habe in einem Interview eigentlich gut über ihn geredet. Ich meinte, er ist für mich kein Rapper, aber ich feiere seine Mucke. Das ist Popmusik, ne? Das ist Sänger, singt gut, Bombe so. Und dann kommt die Line und Peach und ich so, ey, Dicker, bla bla. Und dann war cool. Das war aber zwei Tage vor Warschau, vor dem großen Videodreh mit Spectre. Und dann hat er mir gleich geschrieben, einen Tag später bei WhatsApp, ey, hier ist der und der, bla bla bla, komm, lass mal reden und hin und her. Und ich werde ihn auch noch anrufen. Aber ich finde die Reaktion cool, dass er nicht dieses Arrogante, ich muss mit dem nicht reden. Aber was, wie hat er dich denn gedisst? Ob Flair singt, der Peach? Nein, er singt, ob du mich einen Rapper nennst, du Peach, darauf scheiß ich. Ey, Dicker, das kann ich bei jedem rein interpretieren. Er meint mich. Ich dachte mal nur, meine Kumpels sind so, ey, der disst mich doch, der disst mich doch. Ich bin doch der Einzige, der in der Öffentlichkeit so ausführlich darüber geredet hat. Ja, also wir werden es ja vielleicht rausfinden, wenn du sowieso mit ihm quatschst. Ich werde ihn mal anrufen. Ich finde es ja auch interessant. Ich will nur damit sagen, anhand seiner schnellen Reaktion bin ich auch voll entspannt. Mir ist auch gar nicht mehr wichtig. Ja, ist ja schon auf eine gewisse Art und Weise eine Hand, die man reicht. Ja, cool. So. Und wenn wir dann reden, dann werde ich auch nicht reden wie ein Behinderter. Dann werde ich sagen, ey, Chef, was los? Ich habe nichts böse gemeint. Ich finde aber, Peach ist jetzt schon ein Dings, Alter. Ist schon eine Ansage. Peach heißt auf Iranisch Schraube, Bruder. Vielleicht meint er Schraube. Oder Pfirsich, Peach-Arsch. Ja, oder Peach, genau, Englisch. Und deswegen müssen wir mal da gucken, Alter, wie man das dann. Keine Ahnung, Bro. Okay, naja, also die Wogen glätten sich. Ey, Flair, erstmal vielen Dank von meinem Patenkind. Ich habe noch einen Joggi-Anzug gefragt. Du hast 10 Stück geschickt, Baby. Ja, gerne. Die ganzen Kinder. Blankwitz hat hier eine Gang jetzt damit formiert. Ja, gut. Ja. Ja, ist doch cool, Digga. Also hier die Apache-Nummer, da bin ich mal gespannt drauf. Apache. Vielleicht ergibt sich da was. Apache. Ja, wenn ihr macht das privat, wenn es was Öffentliches gibt, ist kannst du ja mal gerne. Ja. Apache, komm mal vorbei. Ich habe dich eingeladen, da Gell hattest Apache. Du nur 200.000 Likes, Bruder. Vergiss uns nicht. Weißt du so? Jetzt bist du groß gesagt? Geworden. Nein, der hat es nicht gelesen, die Nachricht. Aber ich habe damals, wo noch bevor sein großer Hype war, habe ich gesagt, das ist ein interessanter Kerl, weil ich gucke ja immer auf Künstlerisches. Habe ich ja schon öfters kritisiert. Ich bin kein Fan von Malen nach Zahlen. Wenn jemand kommt, der was Eigenständiges darstellt, auch wenn es jetzt der Nusret-Gedächtnis-Look ist und er macht jetzt mit Rollschuhen und so weiter, finden Leute jetzt vielleicht strange, aber er ist nicht so wie eine Million andere Leute. Das und hat er ist schon ein mal talentierter gefallen. Sänger. Ja, und ich finde auch, dass er nicht nur ein Sänger ist. Er ist auch ein Rapper, aber das ist halt so dieses Zwischending, Rappen, Singen ein bisschen und so weiter. So, weißt du? Deswegen, das ist euer Ding, was ihr da miteinander austragt. Aber mir geht es einfach nur um die Eigenständigkeit eines Künstlers. Deswegen finde ich, gibt es viele Leute, die man mehr haten könnte da draußen. Ihn würde ich jetzt in Ruhe lassen, was das angeht. Soll er sein Ding machen? Voll. Ich finde, der Hype ist gerechtfertigt. Was Bear Lesker damals über ihn gesagt hat, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Feiere ich nicht. Weißt du, deswegen so. Soll er sein Ding machen? Junge Leute sollen ihr Ding machen, Bruder. Ich hasse nie die Spieler. Ich hasse das Spiel, Baby. Wenn überhaupt. So sieht's aus. Und ich fand das Spiel vorhin sehr lustig. Eure Diskussion, ich kam eine halbe Stunde nicht zum Wort, aber es war so interessant. War 10 Minuten, war nicht halbe Stunde. War so geil, ich habe nur geguckt. Eine halbe Stunde plus 10 Minuten. Ich dachte, es kommt noch ein Battle zustande. Digga, das war auf jeden Fall wie immer ein Vergnügen, dass du hier warst. Geil, ganz ehrlich, Spaß, sollen danke. Die Leute nicht denken, dass wenn Hitzköpfe wie wir beide, nein, so, weißt du, für manche Bombe. Leute, du weißt ja, die in 20.000 Kaffs leben, die denken, wir hauen uns gleich die Fresse ein. Berlin ist so. Sonntag kommt raus. Solange sie nicht mit Plastikflaschen abwerfen, ist alles gut. Sag mir mal, außer diesem Video, gibt es irgendwas, was du promoten willst? Können die Leute was erwarten? Wir machen Shisha-Tabak. Wir sind jetzt die 10. Rapper, die Shisha-Tabak machen. Oh, eine neue Idee. Hey. Ilya, seine Marke. Du wolltest? Okay. Ilya hat eine Marke. Simon hat eine neue Uhr. Beko hat einen Friseurladen. Ja. Preach, Judge, alles so. Ey, Flizzy, die Straße lässt dich los. Teil 2 mal bald. Ja, machen wir. Auf Trapbeat. Auf Mumble. Nee, unser Shisha-Tabak hat eine Besonderheit. Wirklich, Jungs aus Tempelhof machen den. Ist bei uns in Tempelhof jetzt hergestellt. Von Tempeltown für Tempeltown. So, gute Vermarktung, muss sein. Ja, geil. Und ich bin froh, der kommt gut an. Und wir hoffen, dass wir irgendwann mal da mitmischen können, wie halt wirklich die ersten Typen, die es gemacht haben. Ne? Also Massiv ist unfassbar am Start. 187 sollen sehr, sehr... Aber die von Massiv soll auch gut sein. Ich habe mein Freund Giat eine geschenkt, weil Massiv weiß auch, ich habe sowas... Der nimmt das auch voll ernst. Mein Freund Giat schwärmt sowas von Massiv seiner... Der macht das auch, also... Wir machen es so ein bisschen so Lizenzgeber, wir vertrauen Leuten, dass sie das gut können. Massiv macht das komplett selber. Also ist nochmal angebauscht, also viel komplexer und krasser.
Ist die 187-Nummer durch? Was meinst du? Streit? Ja. Bro, das war eh Internet-Beef und da wurden von deren Seite meiner Meinung nach wurden Sachen gesagt, so, da müsste man sich schon mal hinsetzen, aber dann macht Bones, du weißt ja, wie der ist, der spielt dann damit, dann postet der meinen Song und dann feiert er den und dann gibt der Props und dann ist er wieder, dann macht er wieder einen Spruch. Also noch ungeklärt, sagen wir so, neutral. Ey, also, ich finde schon, die können es schon gut, also die können einen schon gut auf die Palme bringen und ich die wahrscheinlich auch. Du aber auch, Leute. Ja, ja. Keine Ahnung. Ich bin da. Du weißt doch, wie wir Berliner denken sowieso, wir haben es erfunden. Du hast sowieso alles erfunden. Dankeschön. Und ich denke mir so. Applaus einmal für deine Erfindung. Yes. Wer? Würdest du mir sagen, 187 ist nicht wie Agro Berlin? Ey, wir kein riesen 187-Fan, weißt du. Wollt ihr mir sagen, dass 187 ist nicht wie Agro Berlin oder ist Agro Berlin wie 187? Ich sag mal so, da sind wir dann wieder die Schweiz und halten uns einfach mal dezent aus der Scheiße raus. Ne? Wir sind raus aus der Scheiße nochmal. Vielen Dank, dass du da warst. Vor Agro Berlin gab es nichts, nach Agro Berlin gab es nichts. Vor Flair gab es nichts, nach Flair gibt es nichts. Yes, baby. Das war Bruder, da kommst du nicht raus. Du hast alles verbunden, Bruder. Erfunden. Das war zwei Streithähne und ein Bonfreak. Ach, yes, baby, war der Outcast. Onkel B, Flair. Mehr seht ihr